Alright. Ja, sorry für das kleine Problem. Bei mir ist immer nur so, dass eigentlich mache ich gerne Calls übers Handy, weil mein Laptop ist immer die Soundqualität ein bisschen schlechter und ich will natürlich euch perfekten Premium-Sound bieten, aber nee, Spaß. Machen wir das jetzt einfach so. Perfekt. Ja, hey, Ole, wirklich vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall hier einige Leute am Start. Ich sehe hier, ich glaube, Hannes, wir hatten geschrieben gehabt heute auf Instagram. Junge, Junge, voll verschickt. Hannes, ist einfach, müsst ihr euch vorstellen, Hannes kommt einfach, keine Ahnung, wohnt 20 Minuten weg von mir. Ich denke so, ich wohne eher am letzten Ende von Deutschland. Da gibt es safe niemanden, der irgendwo bei AM ist. Und dann ist da halt einfach Kollege Hannes hier aus Leutkirch, auch im Team Empire. Sehr, sehr wild, auf jeden Fall. Crazy. Nee, freut mich, Leute, wirklich euch ein paar Sachen einfach auch mitgeben zu können. So, ich habe ein bisschen überlegt, so was ich anspreche, ein bisschen mit Ole auch geschrieben gehabt. Und im Prinzip, ja, habe ich mich einfach entschieden, euch ein paar Dinge einfach mitzugeben, die mir enorm weitergeholfen haben. Also die mir wirklich enorm weitergeholfen haben, was das generelle Thema Trading angeht. Team Schwaben am Start, ja, Mann. Yes, nee, deswegen, ja, freut es mich generell. Ich mag es immer, wenn wirklich Leute sich einfach speziell fürs Thema Trading interessieren. Und Ole hat mir schon so ein bisschen verraten, dass ihr auf jeden Fall ja eigentlich mehr oder weniger eine reine Trading-Gruppe seid. Bin ich da richtig? Ich glaube schon, gell, dass ihr einfach irgendwie so eine Michael-Nims-Gang seid. Irgendwo aus dem Team Empire, Mann. Richtig nice. Ja, also, und zwar, vielleicht, damit ich so ein bisschen mal weiß, so, es interessiert mich immer sehr, wie lange seid ihr schon am Start? Haut es einfach mal in den Chat rein. Wie lange seid ihr generell so bei AM? Einfach mal 3 Monate, 5 Monate, 1,5 Jahre. Nice, Mann, ich auch. 2,5 Jahre. Ach, Ryan, auch am Start. 2 Wochen, 4 Monate, 1 Woche, 2 Wochen, 1 bis 2 Wochen, 6 Monate. Okay, cool. Also im Prinzip auch Mischmasch aus verschiedensten Längen, sage ich mal. Nee, richtig geil. Ja, in dem Fall sind ja auch ein paar Leute dabei, die jetzt auf jeden Fall relativ neu sind. Und das wollte ich einfach nur wissen, ob hier wirklich auch Leute dabei sind, die relativ frisch innerhalb von IM einfach drin sind, weil da möchte ich auf jeden Fall vorne ab auf ein paar Dinge einfach eingehen, die in meinen Augen sehr, sehr entscheidend sind für den Anfang. Weil in meinen Augen ist die Anfangsphase die schwierigste Phase bei IM. Die Anfangsphase ist es, da muss man durch, also man muss wirklich, es ist nie einfach, aber so der Anfang. Da entscheidet sich so sehr, sehr stark. Also keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich glaube, ich habe mal irgendwann gehört, so der Großteil der Leute quittet zum Beispiel im ersten Monat, weil sie denken halt, boah, das haut nicht hin, das funktioniert bei mir nicht, ich werde hier nicht erfolgreich, keine Ahnung was. Und dann auch nochmal ein großer Teil quittet im zweiten Monat. Und alle, die, sage ich mal, den zweiten Monat geschafft haben, da sehe ich auch bei mir im Team beispielsweise, dass es da dann auf jeden Fall so läuft, dass die Leute dann wirklich Stück für Stück mehr verstanden haben, was eigentlich wirklich Sache ist. Und das ist im Prinzip mein erster Punkt. Für euch vielleicht kurz nochmal als kleine Zusammenfassung, worauf ich einfach eingehen möchte. Das ist erstmal einfach so, wie ich Trading betrachte und vor allem, wie es mir leicht fällt oder wie es in meinen Augen wirklich, was man in meinen Augen verstehen muss. Ich will am Anfang auf ein paar Dinge eingehen, die man rational einfach verstehen kann, auch nicht irgendwie emotional, sondern einfach, hey, was muss man wirklich in meinen Augen verstanden haben, um mir wirklich einfach die dementsprechende Work Ethic auch an den Tag zu legen. Das ist so der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Und dann, ja, ich habe jetzt kein absolut festes Konzept. Ich habe so ein paar Tipps. Eventuell gehe ich ein bisschen auf Demokonto ein, eventuell gehe ich ein bisschen auf Trading Journal ein, wie man es richtig führt, weil ihr habt schon oft gehört, was ein Demokonto ist. Ihr wisst, was ein Trading Journal ist, aber es wusste ich auch von Anfang an. Aber ich kann euch sagen, Leute, ich habe das über ein Jahr lang falsch genutzt und es hat mir nichts gebracht. Und als ich dann wirklich verstanden habe, wie man diese beiden Tools einfach krass nutzen kann, so seitdem gab es ein krankes Level Up, sag ich mal. Und danach im Anschluss, je nachdem, wie sich der Call entwickelt, hätte ich gesagt, wir können auch sehr, sehr gerne an Chart gehen, weil auch da, ja, mich reizt so ein bisschen, weil ihr halt alle Michael-Nims-Trader seid und ich auch von Anfang an oder fast von Anfang an im Prinzip auch dieses System gelernt habe, aber es jetzt sehr stark auch erweitert habe um verschiedene Komponenten.
Und da möchte ich euch gerne so ein paar Einblicke eventuell zeigen, wenn es die Zeit noch zulässt, einfach dann auch gerne konkret am Chart. Und ich denke mal, dann kriegen wir hier auf jeden Fall einen nicen Call zusammen. So, deswegen, einer hat auch gemeint, so ein paar Fragen noch am Ende. Safe kriegen wir bestimmt hin. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich denke, nicht jeder wird irgendwie jetzt mich kennen, so warum auch. Deswegen, mein Name ist auf jeden Fall Nikola. Ich bin jetzt 1,5 Jahre und 5 Tage bei AM, um es genau zu sagen. Und ja, ich habe das Ganze im Prinzip gestartet mit einem Studium. Ich habe Jura studiert, auch wenn man es mir nicht glauben will. Ich habe in München studiert und ja, habe dann irgendwie IM kennengelernt. Ich hatte schon immer Bock auf irgendwie, ja, irgendwo diesen Reiz, was Eigenes zu machen und keine Ahnung. Dann ist es halt IM geworden so. Und im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, ich bin all in gegangen mit IM. Da war ich 2 for 3. Hatte keinen Plan von Trading wirklich. Ich war 2 for 3, hatte 2 Teampartner, die by the way bis heute am Start sind. Der eine ist jetzt bald FTMO-Trader, also ziemlich wild. Und ich hatte keine Ahnung von gar nichts. So damals, also ich denke, die Leute, die so ein bisschen länger am Start sind, das war damals Chaos. So, keiner hatte eine vernünftige Trading-Einarbeitung. So, ich denke mal, das werden, ihr seid ja, irre ich mich oder ihr seid auch alle bei Jona Wolf im Team, oder? Nicht? Okay, manche. Okay, easy. Nee, Jona Wolf auch guter Kollege, sage ich mal, den ich auch sehr schätze. Der ist ja auch immer wieder mal rausgehauen hat, so wie das halt früher war. So, er ist ja noch länger am Start wie ich. So. Aber naja, wie auch immer, um jetzt mal eben loszulegen. Auf jeden Fall, ja, ich war bei AM so am Anfang ziemlich chaotisch, so ziemlich chaotisch. Und meine Upline ist Niklas Geisreiter, den kennen vielleicht einige mehr. Und bei Niklas ging es dann irgendwann mal richtig ab. So, Niklas hat ja irgendwann mal so ein paar Schalter bei sich umgelegt, so, und plötzlich ging es bei dem richtig ab im Trading. Er hat sein Eigenkapital extrem hoch getradet, war einfach profitabel, hat einfach, ja, nebenbei Cash gemacht durch Trading. Das wurde dann immer mehr und immer krasser, so. Und das war dann für mich irgendwann mal so dieser Ansporn, weil ich noch gesehen habe, so, hey, bei mir finden diese Resultate noch nicht statt in der Form, so wie bei ihm. Woran liegt es? Und eine Sache, das ist das, was ich euch direkt von Anfang an mitgeben möchte. Das habe ich auch auf dem anderen Call mal gesagt. Miki hat mich auch mal eingeladen gehabt. Und zwar, wenn ihr das Gefühl habt, ihr stagniert, und das über eine gewisse Zeit lang hinweg, man hat immer mal wieder Korrekturphasen in Anführungszeichen, aber wenn ihr wirklich merkt, ihr stagniert, dann müsst ihr einfach so weit reflektieren, und das ist eigentlich auch völlig logisch, und auf den Trichter kommen, dass ihr einfach versteht, dass ihr irgendwas ändern müsst. Ihr müsst andere Dinge dann machen. Wenn ihr 5 Monate lang irgendwas macht, was euch irgendwo das Gefühl bringt, hey, ihr bleibt irgendwo an einem Fleck, dann solltet ihr vielleicht mal so weit denken, dass ihr sagt, okay, wenn ich jetzt 5 Monate das so und so gemacht habe, vielleicht sollte ich da mal irgendwas dran ändern, dass es einfach besser wird, dass ich irgendwo mehr Fortschritte mache, dass ich einfach krasser vorangehe. So. Das war, ich habe da eine Weile für gebraucht, ich bin euch ehrlich, ich dachte die ganze Zeit, ja, ich schaue ein bisschen Go Live, ich mache hier mein Ding so, ich bin hier so ganz gemütlich hier am Start. Warum geht es eigentlich nicht wirklich vorwärts? Warum werde ich nicht so erfolgreich wie Niklas? Was ist da der Grund für? Und das war für mich, obwohl es so simpel ist, Leute, das ist eigentlich nicht der Rede wert, so, aber das ist wirklich so eine Sache, die bei mir schon mal so dieser Grundauslöser war. Ich habe verstanden, okay, ich muss einfach Dinge ändern, so. Welche Dinge das dann waren, da gehe ich dann gerne später noch ein bisschen drauf ein. Und vor allem, was ich euch ein bisschen mitgeben möchte, gerade weil hier auch ein paar Leute am Start sind, die ein bisschen neuer sind, ist einfach so eine kleine Metapher vielleicht für eure Journey hier. Und das ist so eine Metapher, die gebe ich auch jedem, der bei mir neu im Team startet, mit dem ich zufälligerweise die Einarbeitung mache, dem gebe ich genau diese Metapher mit. Und zwar, Leute, ihr müsst verstehen, Trading ist wie eine Treppe. Für mich ist es eine Treppe. Und zwar, wenn ihr jetzt, hier waren ein paar Leute, die sind noch nicht mal einen Monat am Start. Wir müssen nicht drüber reden. Wenn man einen Monat hier am Start ist, dann kann man es sich einfach nicht vorstellen, zum Beispiel 1000 Euro in einem Tag zu machen mit seinem Handy. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kommt nicht in den Kopf rein. Vielleicht denkt man, ja, klar, das ist schon irgendwie möglich und man hat dann gewisse Vorstellungen und so weiter und so fort. Aber in Wahrheit ist es so, man kann es sich nicht vorstellen. Stell dir mal vor, ich mache 1000 Euro an einem Tag. Das ist schwierig zu begreifen für den Anfang. Aber es geht auch nicht. Ihr könnt es auch nicht wirklich für euch begreifen, weil ihr vielleicht erst auf Stufe 3 steht. Und jemand, der von mir aus Six-Figure-Konto tradet, jemand, der von mir aus auch mal fünfstellig im Monat verdient mit Trading, der steht halt von mir aus auf Stufe 50. Und
Natürlich hat er eine andere Aussicht da oben. Stufe 50, da hast du einen ganz anderen Weitblick. Da bist du schon eine ganz andere, da hast du schon eine richtige Reise hinter dir. Da hast du schon eine richtige Anstrengung hinter dir. Du hast schon eine richtige Journey hinter dir, bis du es geschafft hast auf Stufe 50. Und natürlich ist deine Aussicht da anders. Natürlich kannst du dir da vorstellen, irgendwann mal, keine Ahnung, den Lambo vor der Tür stehen zu haben. Möglicherweise. Das ist viel leichter da, wenn man auf Stufe 50 steht, vorstellbar, als wenn du auf Stufe 3 stehst, die Academy geschaut hast, anfängst irgendeine Strategie zu lernen und dir jetzt vorstellst, Digga, 1000 Euro an einem Tag, verdammt, geht das überhaupt so? Und das ist am Anfang sehr, sehr schwierig zu begreifen. So klar, man hört das immer und das ist möglich. Und ich denke, ihr wisst es irgendwo auch, aber wirklich das für euch so zu fühlen. Stellt euch vor, ihr schaut morgens auf euren MetaTrader oder ihr habt zwei, drei Trades irgendwo und boom, 1000 Euro Gewinn heute oder 10.000 am Ende der Woche oder sowas. Das kann man am Anfang nicht begreifen. Das ist extrem krass, weil es out of the norm ist, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen begreift es, dass ihr einfach auf einer gewissen, ihr seid, und das ist am Anfang so schwierig. Am Anfang ist das eben die Schwierigkeit, weil am Anfang könnt ihr das noch nicht wirklich begreifen. Und das ist in meinen Augen das, was die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen unterscheidet. Und jetzt hört genau zu. Die Leute, die erfolgreich werden, die schaffen es auch mal, Stück für Stück, Treppenstufe für Treppenstufe einfach mal weiter hochzulaufen, auch wenn sie noch nicht sehen, wo sie das hinbringen, auch wenn sie noch nicht direkt wissen, ah, okay, ab Stufe 10 läuft so und so und da, wenn ich dann 3 Monate am Start bin, dann habe ich schon das und das und wenn ich nach einem halben Jahr bin, die erfolgreichen Leute, die schaffen es auch mal, einfach mal weiterzumachen, einfach mal Stufe für Stufe ein bisschen weiter diese Treppe hochzugehen, auch ohne, dass sie direkt wissen, hey Mann, ab da läuft so, ab da bin ich dann unabhängig, ab da habe ich dann meine Eltern in Rente geschickt und so weiter und so fort. Weil dieser Weitblick kommt dann. Irgendwann habt ihr auf dieser Treppe ein gewisses Podest oder eine gewisse Terrasse, sage ich jetzt mal, wo ihr dann schon durchaus eine gewisse Aussicht genießen könnt. Da könnt ihr dann schon mal sagen, boah, krass, okay, die Treppe bin ich jetzt hier hochgelaufen. Mittlerweile bin ich jetzt an dem Punkt so. Ich habe so das Gefühl, ich werde einfach immer besser so. Und vielleicht, oder vielleicht ist dann auch ein gewisses Podest mal, dass ihr zum Beispiel ein FTMO-Konto besteht, ein FTMO-Konto schafft und ihr seid dann FTMO-Trader. Was das ist, möchte ich auch gleich noch drauf eingehen, weil das ist in meinen Augen sehr, sehr entscheidend, wirklich das auf dem Schirm zu haben. Das ist in meinen Augen wichtiger, als viele Leute manchmal denken. Und gerade weil viele Leute auch nur relativ neu sind, möchte ich das Thema einfach gleich im Anschluss direkt nochmal erklären. Das heißt einfach Punkt 1, versteht, dass Trading so eine Art Treppe ist. Und ihr müsst einfach, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, 1000 Euro an einem Tag zu verdienen, dann müsst ihr einfach mehr Stufen hoch. Ihr müsst weitere Stufen erklimmen. Ihr müsst mehr Go-Live schauen. Ihr müsst einfach mehr Zeit am Chart verbringen, mehr Erfahrungen sammeln, mehr Learnings sammeln. Und dann kommt es. Dann könnt ihr euch das dann auch ein bisschen besser vorstellen und so weiter und so fort. Das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig, einfach diesen Gedanke so, immer, dass man so ein bisschen reflektieren kann, okay, hey, ich bin ja auf einer Treppe unterwegs. Ich bin nicht irgendwo in einem Aufzug und ich muss einfach nur lang genug hier irgendwo am Start sein und irgendwann läuft das und das und das, sondern ihr seid in der Treppe und müsst konstant Stück für Stück weiter nach oben laufen. So, das hat mir persönlich zum Beispiel sehr, sehr geholfen. Deswegen möchte ich euch dieses Learning einfach weitergeben. Nächster Punkt ist auf jeden Fall das Thema Fremdkapital. Und das ist in meinen Augen so entscheidend, ist in meinen Augen entscheidender als viele, viele andere Dinge. Und zwar, viele Leute, ich mit eingeschlossen, ich war damals broke as fuck, ich habe auf Kredit von meinem Opa gelebt damals, weil mein BAföG noch nicht gekommen ist im Studium und habe IM gestartet. Nach irgendwie 2,5 Monaten, weil ich halt Bock hatte und weil ich dachte, jetzt wird es da mal Zeit, habe ich ein Echtgeldkonto erstellt mit, glaube ich, 100 Euro oder 200 Euro. Das war wirklich nichts. Nicht, weil es irgendwie rational sinnvoll war, sondern einfach, weil ich jetzt dachte, ja, es ist dann halt mal Zeit für Echtgeld. Und jetzt geht's da mal, jetzt fangen wir mal an, hier die ersten 1000 Euro zu verdienen. Oder keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Das war vor der London Convention. Habe ich gedacht, jetzt in der London Convention, da will ich dann schon mit Echtgeld traden oder irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall, ja, wenn ihr, und ich weiß nicht, schreibt mal rein, gibt es hier Leute, die ein Echtgeldkonto haben? Schreibt mal eine 7 rein. Wer tradet hier auf einem Echtgeld-Trading-Konto? Gordon? Nur du. Okay, auch gut, auch gut.
Egal, es ist im Prinzip eigentlich auch gar nicht so entscheidend, ob ihr jetzt selbst Echtgeld tradet. Was ich euch veranschaulichen will, ist Folgendes. Und zwar, für viele ist es nicht vorstellbar, wie sie irgendwann mal finanziell unabhängig werden, wie sie wirklich irgendwann mal finanzielle Unabhängigkeit haben durch Trading, weil sie so ihr eigenes Kapital anschauen und sich so denken, ja krass, Mann, ich habe jetzt zwar 100 Euro, ich habe jetzt zwar vielleicht 500 Euro oder 800 Euro oder vielleicht auch 2000 Euro auf meinem Trading-Account, aber wie zur Hölle soll ich irgendwann mal an einem Punkt sein, dass ich so krasse, konstante Gewinne mache, dass ich zum Beispiel davon leben kann, dass ich meine Miete davon zahlen kann, dass ich möglicherweise pro Monat meinen Eltern irgendwas. Wie zur Hölle soll das gehen, wenn ich hier mit 200 Euro starte auf meinem Echtgeldkonto? Und das ist sehr entscheidend, weil das blockiert sehr, sehr stark. Mich hat es extrem blockiert. Ich dachte immer, Alter, wie zur Hölle soll ich das? Ich habe dann immer ein bisschen mehr eingezahlt. Ich war immer plus minus null so ungefähr bei meinem Echtgeldkonto damals. Und ich habe mich immer gefragt, so, wie zur Hölle, wie soll es dann mal irgendwann so krass abgehen, dass ich jetzt davon, dass ich muss ja monatlich so eine Rendite machen, dass ich es mir auszahlen kann, dass ich trotzdem, wenn ich mit diesem übrigen Kapital weiter trade, dass ich trotzdem wieder locker diese Rendite schaffe, dass ich irgendwann, keine Ahnung, ich will ja vielleicht mal 3000 Euro oder 5000 oder vielleicht auch mal 10.000 Euro will ich ja pro Monat mal haben zum Leben, für den Lifestyle oder keine Ahnung was so. Wie zur Hölle erreiche ich das, wenn ich 300 Euro auf meinem Echtgeldkonto einzahle und jetzt mir denke so, yo, finanzielle Unabhängigkeit, let's go. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und gerade weil noch eben, ich wiederhole es, ihr merkt, ich wiederhole mich, vor allem auch deswegen, ich denke, Leute, die ein bisschen länger am Start sind, muss ich das nicht erzählen, aber gerade für neue Leute ist mir persönlich das so wichtig, dass ihr das von Anfang an einfach auf dem Schirm habt, weil das gibt euch echten Belief. Und zwar nicht, weil ihr irgendwas glaubt, sondern weil ihr wisst, weil Belief, gehe ich vielleicht auch noch später drauf ein. Ich bin kein Freund von ja, glaub an dich und glaub hier und glaub an Trading und glaub an IM. Nein. Ihr solltet es wissen. Ihr solltet ganz genau rational verstehen und wissen, was abgeht. Und nicht irgendwie Belief und Glaube und bla bla bla. Ist nur meine Ansicht so. Auf jeden Fall. Genau, und zwar, es gibt eben die Option, Fremdkapital zu traden. Ich schneide es nur ganz kurz an, das sollte nicht der Inhalt des Calls sein, aber ich will es wirklich, dass euch das klar wird und ich möchte euch danach, ich habe was Kleines, Kurzes vorbereitet, was ich euch kurz zeigen möchte. Auf jeden Fall, ihr müsst gerade, wenn ihr neu hier am Start seid, ihr müsst verstehen, dass es viele Möglichkeiten, es ist nicht nur, es gibt viele Anbieter, die bieten Fremdkapital an, mit dem ihr traden könnt. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr eine Challenge macht. Ihr müsst euch davor beweisen. Das heißt, die lassen euch eine gewisses Demokonto erstmal zukommen, in einer gewissen Höhe, seien es 10.000, seien es 100.000, seien es 200.000 oder 160 oder wie auch immer, eine gewisse Summe. Und ihr müsst auf diesem Konto einfach eine gewisse Prozentzahl schaffen. Zum Beispiel 10% in 30 Tagen. Wenn ihr es schafft, dieses Konto auf 10% hochzutraden und das von mir aus nochmal schafft, in der Wiederholung, so ist es zum Beispiel bei einem speziellen Anbieter, bei FTMO. Da müsst ihr dann im Folgemonat 5% schaffen, im ersten Monat 10%, im Folgemonat 5%. Und dann bekommt ihr von denen Fremdkapital. Und zwar bis zu einer Höhe von 160k. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich zeige es euch mal. Ich hoffe, da sind jetzt auch einige neue Leute am Start, denen das wirklich jetzt was bringt. Weil mein Ziel ist nicht, jetzt hier euch FTMO zu zeigen oder irgendwie Fremdkapital zu traden, sondern mein Ziel ist, dass ihr danach versteht, was das bedeutet. Das will ich damit erreichen. Ihr sollt verstehen, was es bedeutet. Und zwar, ich kann es gleich schon mal vorweggreifen, es kommt niemals, wenn ihr Trading lernt, kommt es niemals drauf an, yo, ich habe jetzt mit meinem Echtgeldkonto 10 Euro gemacht, ich habe jetzt irgendwie 50 Euro verdient, fuck man, ich habe minus 20 Euro diese Woche gemacht. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt auf den prozentualen Wachstum an. Es kommt immer darauf an, hey, prozentual, wie groß habe ich mein Konto erweitert? Weil wenn ihr auf einem 300-Euro-Konto 30 Euro gemacht habt in einer Woche und ihr denkt euch, 30 Euro ist ja lächerlich, denkt mal, ihr macht 30 Euro, ihr müsst jetzt aber verstehen, sind 10% von einem 300-Euro-Konto. Und wenn ihr ein 100.000-Euro-Konto tradet, dann sind es halt 10.000 Euro. Und darauf will ich einfach hinaus. Und deswegen fokussiert euch immer auf den Skill. Scheißt auf das Geld am Anfang, wirklich, ist so, so wichtig und ich weiß, es ist nicht so leicht am Anfang im Trading, weil man startet ja wegen dem Geld, man denkt sich ja, ey Mann, ich will ja irgendwie jetzt irgendwo finanziell
unabhängig werden oder keine Ahnung was. Aber ihr werdet erfolgreich, wenn ihr euch nicht auf das Geld fokussiert, sondern auf den Skill. Ihr müsst euch rein auf den Skill fokussieren. Und der Skill besteht darin, dass ihr es einfach schafft, euer Konto, wie soll ich sagen, euer Konto einfach, ja, prozentual um eine gewisse Summe einfach zu erhöhen. Und dementsprechend, ich habe es jetzt gerade, ich glaube, es hat geladen, dementsprechend möchte ich euch kurz die Seite mal zeigen. So, Ole, mach mal Daumen hoch, kann man Bildschirm sehen? Noch nicht. Nochmal. Perfekt, alright. Also Leute, nur mal als Beispiel. Mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie FTMO, dass FTMO, krass, es gibt viele Fremdkapitalanbieter, aber FTMO ist einfach ein sehr, sehr bekannter, der eben auch einen deutschen Support hat und so weiter und so fort und auch einen Sitz oder ist so deutsch und tschechisch, keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall, was ich euch damit einfach nur zeigen möchte, ist, hier habt ihr eben die Möglichkeit, und so schaut das Ganze aus. Genau, hier habt ihr die Möglichkeit, ein Fremdkapitalkonto zu bekommen. Und zwar, wir wählen hier einfach mal Euro aus. Und hier seht ihr schon die Höhe. Das fängt bei 10k an. 10k ist das kleinste. 20, 40, 80, 160. Gehen wir mal einfach auf 160k drauf. Ein 160k-Konto schaut das Ganze so aus. Ihr habt einen Handelszeitraum. Also es ist in drei Schritten unterteilt. Ihr müsst eine Herausforderung meistern. Ihr müsst die sogenannte Verifizierung meistern. Und dann bekommt ihr dieses Kapital. Dann seid ihr FTMO-Trader. Der Handelszeitraum sind 30 Tage. Das heißt, ihr habt 30 Tage Zeit, um einfach an mindestens 10 Tagen müsst ihr einen Trade setzen. Ihr dürft maximal 5%, also bei 160.000 sind 8.000 5%, ihr dürft maximal 5% an einem Tag verlieren. Wenn ihr mehr verliert, seid ihr raus. Ihr dürft maximal 16.000 generell verlieren, also 10%. Wenn ihr mehr verliert, seid ihr raus. Und euer Profitziel sind 16.000, also 10% in 30 Tagen. Müsst ihr erwirtschaften mit dem Konto. Wenn ihr das geschafft habt, seid ihr in der Verifizierung. Da habt ihr sogar 60 Tage Zeit. Und müsst im Prinzip, euer Profitziel ist nur 8.000, müsst 5% Kontowachstum erwirtschaften. Und wenn ihr das geschafft habt, seid ihr FTMO-Trader, ihr bekommt von denen ein Kapital von 160.000 Euro zur Verfügung. Und jetzt halt kommt's, genau, hier ist es nochmal übersichtlich aufgelistet, Herausforderung, Verifizierung, und dann seid ihr FTMO-Trader. Sie werden ein Trader bei der FTMO-Trading-Firma. Handeln Sie ohne Risiko und erhalten Sie 70% Ihrer Gewinne. Bleiben Sie konstant und erhalten Sie noch mehr Kapital. Leute, macht euch jetzt klar. Ihr bekommt 70% der Gewinne, die ihr mit diesem Konto macht. Habt ihr ein 160.000 Euro Konto und ihr macht konstant eure 10% im Monat, was im Forex absolut möglich ist. 10% ist möglich im Forex. Da müssen wir uns nicht drüber streiten. Das sind 16.000 Euro. Und 70% davon, ich weiß es ganz genau, sind 11.200 Euro, die euch gehören. Und das ist mir wichtig, gerade für die neuen Leute, die jetzt hier am Start sind, dass ihr das versteht. Das bedeutet, hier, und das, da hat bei mir so richtig dieser Belief angefangen, da habe ich so richtig verstanden, okay, so funktioniert es also. Und dann Leute, ich bin euch ehrlich, das ist in meinen Augen die schnellste Art und Weise, wie ihr finanziell unabhängig werdet. Ihr lernt bei IAM den Skill. Nur, es geht nur um den Skill. Es geht nicht darum, mache ich 10 Euro auf meinem Echtgeldkonto, kriege ich mein 100-Euro-Konto auf 200 Euro hoch, sondern es geht rein um den Skill. Schaffe ich es, Kapital langfristig zu vermehren? Und das lernt ihr am besten bei IAM. Es gibt keine bessere Plattform als IAM. Und ihr müsst das meistern und dann macht ihr eine Fremdkapital-Challenge. Und Leute, mit 11k im Monat, lebt sich's gut, würde ich mal behaupten. Klar, ein paar Steuern gehen noch weg, aber damit ihr konkret wirklich auch mal seht, so, damit ihr nicht irgendwie denkt, so, Digga, ich habe jetzt hier zwar meine paar hundert Euro, wie komme ich jetzt voran? So, wie soll ich jetzt hier der finanziell unabhängige Trader werden? Das ist der Weg. Und das ist in meinen Augen so, so wichtig, das mal für sich im Kopf einfach zu verstanden zu haben, weil dann habt ihr ein konkretes Ziel, worauf ihr hinarbeiten könnt. Dann wisst ihr, okay, Mann, ich fokussiere mich jetzt auf den Skill. Und dann könnt ihr auch von mir aus auf dem Demokonto traden. Dann könnt ihr auch auf eurem Demokonto einfach das einfach euch testen und so weiter und so fort.
Und das ist in meinen Augen der nächste Punkt. So, nutzt das Demokonto richtig. So, nutzt euer Demokonto richtig. Und zwar am Anfang, und zwar, da will ich jetzt nur kurz drauf eingehen. So, ich habe dazu auch schon Videos gemacht, die kann ich eventuell Ole mal durchschicken. So, in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Ich hab immer wieder. Warte, kann man zweimal FT-Mut? Ja, kann man. Man kann mehrere Konten traden, ja. Richtig, also man kann dann auch sich nochmal ein 160k-Konto machen. Safe. Kenne auch Leute, die haben zwei oder sogar drei, beziehungsweise zwei bei FTMO und dann noch andere. Also da geht es viel möglich, Leute, da sind keine Grenzen. Und deswegen, das ist crazy. Das ist absolut crazy so. Deswegen das als dieser Hinweis nochmal. Ansonsten, was will ich sagen? Wo war ich gerade? Genau, Demokonto. Versteht es? Und das sind jetzt zwar, klar, das sind jetzt konkrete Trading Nuggets, aber Leute, das sind Sachen, die mir so enorm weitergeholfen haben. Versteht es, euer Demokonto richtig zu nutzen. So. Und zwar, die meisten Leute nutzen ihr Demokonto als ein Konto, mit dem sie rumprobieren. Ich habe es, die ersten Wochen habe ich so einfach, ja, yo, ich probiere mal rum, ich setze mal 10 Lot, ich mache mal dies, ich mache mal das, ich nehme mal hier mal irgendeine Trading-Idee mit, ach, hier den Trade. Ihr seid einfach nicht wirklich, ihr nehmt das Ganze nicht wirklich ernst. So. So war es bei mir auch am Anfang. Ich spreche nur aus meinen Fehlern, ich spreche nur aus meinen Learnings. Und deswegen, Leute, versteht es, das Demokonto gescheit zu nutzen. Versteht es wirklich, das Demokonto richtig zu nutzen. Und dann sind, und zwar wirklich als Punkt 1, ja, die erste Phase, wie man Demokonto nutzen sollte, ist als Perform, nee, nicht als Perform, sorry, sondern als Strategietestkonto. Ihr solltet eure Strategien in alle Ecken, eure Trading-Strategie erstmal in alle Ecken und Winkel testen. Ich sehe immer wieder Leute, zum Beispiel im Michaels Trading-Channel, die sind irgendwie, die schreiben folgende Nachricht rein. Hey Leute, was geht? Ich bin jetzt seit 2 Wochen am Start, habe jetzt dieses Setup hier gefunden. Denkt ihr, soll ich den Trade mitnehmen? Oder denkt ihr, hier könnte man sich platzieren oder ist das zu risikoreich? Wenn ihr auf dem Demokonto seid, dann tradet es doch. Ihr seid auf dem Demokonto, dafür ist das Demokonto da, um zu testen, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht funktioniert, um Learnings zu machen, um Erfahrungen zu sammeln. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr ein Demokonto wie ein, keine Ahnung, 160k FTMO-Konto behandelt und euch wirklich überlegt, boah, ist dieser Trade, soll ich den jetzt hier wirklich mitnehmen oder nicht? Ja, die Demo, ihr da, wenn ihr das Demokonto, wenn ihr es da, wenn ihr. Das müsst ihr einfach gescheit nutzen. Deswegen Phase 1, ein Demokonto richtig zu nutzen, ist als Strategietestkonto. Ihr solltet eure Strategie in alle Ecken und Winkel testen. Also, und das ist kurze Trading, kurze Anleitung, wie man in meinen Augen erfolgreicher Trader wird. Phase 1, Demokonto richtig nutzen als Strategietestkonto. Und in dieser Phase 1 macht ihr Folgendes. Und zwar ein Trading-Journal. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, Leute, ich kenne keinen erfolgreichen Trader, der kein Trading-Journal führt. Deswegen denkt nicht, dass ihr, wenn ihr 3 Monate oder 5 Monate oder eine Woche oder so am Start seid, dass ihr euch zu gut seid für ein Trading-Journal. Und es kommt darauf an, wie man das Trading-Journal macht. Leute, ich bin euch ehrlich, ich habe damals ein Trading-Journal gemacht, irgendwie, ich habe von Hand irgendwas aufgeschrieben auf irgendeinem Zettel, der dann irgendwo direkt wieder weg war. Ich habe irgendwann mal ein Word-Dokument aufgemacht und dachte mal, ja, da mache ich das jetzt alles fokussiert. Leute, das funktioniert nicht. Macht es anders. Und ich bin dann irgendwann darauf gekommen, dass ich mein Trading-Journal am besten dadurch mache, dass ich einen Channel auf Telegram aufmache. Leute, macht einfach einen Kanal auf Telegram auf. Da seid einfach nur ihr drin und dort schickt ihr alles rein. Dort schickt ihr alle eure Trades einfach rein. Und ich zeige euch einfach mal ein Beispiel, wie ich mein Trading-Journal führe. Und ich sage nochmal ganz kurz, warum es so in meinen Augen so wichtig ist. Und ich weiß, ihr habt es schon oft gehört, aber bitte hört mir genau zu, weil. Es ist ein Unterschied. Es gibt enorm krasse Unterschiede zwischen Trading-Journale. Viele Leute denken immer so, ja, sie kommen auch ohne Journal aus, sie machen hier irgendwann mal ihr Ding. Leute, wenn ihr es ernst meint, dann macht ihr auch ein Trading-Journal. Wenn ihr es wirklich ernst meint, wenn ihr wirklich dieses Verlangen habt, finanziell unabhängig zu sein, und ich spreche jetzt hier wirklich zu den Leuten, die es ernst meinen, die Leute, die wirklich in einem halben Jahr oder in einem Jahr ein Six-Figure-FTMO-Konto beispielsweise traden wollen.
die wirklich diese Kapitalsumme verwalten wollen und von den Profiten sehr, sehr gut leben können, an diese Leute spreche ich jetzt. Die Leute, die es wirklich ernst meinen in dem ganzen Thema Trading. Nicht die Leute, die hier spaßeshalber mal irgendwie hobbymäßig ein paar Linien einzeichnen und eine Insta-Story machen und keine Ahnung, sich toll fühlen, sondern wirklich an die Leute, die es ernst meinen, die wirklich dieses intrinsische Verlangen haben. Alter, ich will Trading durchziehen. Ich will damit meine Unabhängigkeit aufbauen. Ich will Trading nutzen, um wirklich rauszukommen aus meinem Job. Ich will Trading wirklich dazu nutzen, um meine Eltern irgendwo in Rente zu schicken. An die Leute wende ich mich jetzt. Und denen Leuten traue ich es auch zu, dass sie so konstant sind und auch es mal auf die Reihe bekommen, Trading-Journal zu führen. Und wie man das am besten in meinen Augen macht, das will ich euch jetzt zeigen, weil es gibt so krasse Unterschiede. Leute, ihr könnt ein Trading-Journal echt so führen, dass es euch ankommt, dass ihr keinen Bock darauf habt. Aber ihr könnt es auch einfach clean und smart einfach führen. Und das möchte ich euch jetzt einfach kurz zeigen. Und zwar nochmal ganz kurz der Grund. Und wir nochmal übergeordnet, wir sind aktuell in Phase 1. Wir sind Phase 1 auf dem Weg zu einem profitablen, erfolgreichen Trader. Phase 1, ihr habt ein Demokonto, mit dem ihr eure Strategie austestet. In alle Ecken und Winkel, wie ich immer sage. Und wirklich nicht irgendwo die Trades filtert, sondern ihr tradet alles, weil ihr Learnings machen wollt. Aber es bringt euch alles nichts, wenn ihr diese Learnings nicht dokumentiert. Weil dann habt ihr einen Trade gesetzt und denkt euch, ja geil, Mann, SL-Hit oder andersrum, geil, Mann, TP-Hit oder ihr denkt euch, scheiße, SL-Hit. 5 Tage sind vergangen, ihr habt keine Ahnung mehr, wie der Trade war, warum der SL gegangen ist und so weiter und so fort. Sondern ihr müsst aus diesen vergangenen Trades einfach lernen. Ihr müsst eure Learnings einfach mitnehmen. Und deswegen ist es so wichtig, weil das Ziel von einem Trading-Journal ist, Fehleranalyse zu machen, nicht mehr genau die gleichen Fehler die ganze Zeit zu machen, sondern besser zu werden. Und Leute, ich kann euch eine Sache versprechen und da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ihr könnt aus jedem einzelnen Trade, den ihr irgendwo gesetzt habt, könnt ihr was lernen. Und es wird einem aber meistens erst bewusst, wenn man nochmal im Nachgang über diesen Trade reflektiert. Wenn man anschließend, also nachdem der Trade gelaufen ist, sich das ganze Setup nochmal anschaut und wirklich nochmal ganz bewusst sich das Ganze anschaut. Okay, warum, was sind jetzt die Gründe für diesen Trade gewesen? Warum bin ich in diesen Trade reingegangen? Und dann habt ihr möglicherweise mehrere Spiegelschichten. Pass auf, ich zeige euch das gleich mal. Ich gehe einfach mal rein, ich teile mal meinen Bildschirm und zeige euch einfach mal direkt, wie ich das gemacht habe, wie das bei mir ausschaut. Und zwar, ihr seht es, ich habe mein Trading-Journal hier als Channel. Ich weiß nicht, ob man vom PC aus auch Channels machen könnte. Vom Handy aus kann man auf jeden Fall einfach einen Channel erstellen. Da könnt ihr einfach irgendwo, ich denke, ich muss euch nicht zeigen, wenn ihr hier oben seid auf Telegram, geht ihr einfach auf diese Nachricht, auf dieses Ding hier oben, dann neuer Kanal. Den könnt ihr dann einfach, keine Ahnung, angenommen, Ole, du machst das jetzt auf. Dann nennst du das halt Oles Trading Channel oder Frederik, du sagst Frederiks Trading Channel, wie auch immer. Meiner heißt einfach Nikolai's Trading Channel. Ist eigentlich auch scheißegal. Auf jeden Fall, warte mal, ich sehe gerade hier irgendwas im Chat. Okay, genau. Und jetzt, Leute, zeige ich euch, wie ich das Ganze mache. Wie ich dieses Trading Journal angehe. Und zwar, ich schicke immer den Trading View Screenshot mit rein, weil ich will ja wissen, wo das ist. Leute, es gibt Leute, die führen irgendwie ein Trading Journal, die schreiben sich irgendwas aufs Papier auf. Ja, Cut, Schweizer Franken, Long, TP, 30 Pips oder 50 oder 100 Pips oder keine Ahnung. Was bringt mir denn das? Was lerne ich denn da bitte in der Zukunft daraus, wenn ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe, ja, ich habe mal Cut, Schweizer Franken getradet, 100 Pips, Take Profit. Das bringt überhaupt nichts. Sondern ich will ja wissen, wie war die Marktsituation. Ich will ja im Nachgang mir das Ganze mal anschauen können und wirklich verstehen, warum der jetzt so und so gelaufen ist. Und deswegen schicke ich meine Trades immer rein. Deswegen seht ihr hier, mein Trading-Journal ist voll mit Screenshots von TradingView, weil ich die Trades natürlich, ich will die Trades halt sehen. Ich will natürlich wissen, hey, wie ist dieser Trade gelaufen? Ich schicke meinen TradingView-Screenshot rein. Und Leute, ich mache es teilweise sogar schon so, ich mache 2 Screenshots, einmal im H4, um wirklich die übergeordnete Situation auf dem Bild zu haben. Und dann schicke ich hier nochmal Outcut Bild 2. Und das ist dann nochmal die untergeordnete Situation. Und so schicke ich dann, so schicke ich das rein und so gehe ich mein Trading Journal an. Also vielleicht finde ich da noch ein bisschen besseres Beispiel. Vielleicht finde ich noch ein bisschen besseres Beispiel, wo ich ein bisschen ausführlicher einen Trade erklärt habe. Ja, genau hier zum Beispiel. Out USD habe ich auch getradet.
Genau. Ich schreibe oft immer wieder eine kleine Anmerkung dazu und dann sowas. Erster Punkt für das Training Journal. Notiert euch das gerne, wenn ihr es wirklich auch ernst meint. Erster Punkt. Also, ja, okay, gut. Von mir aus Screenshot reinschicken. Training View Screenshot reinschicken. Geht ganz easy. Dann vielleicht eine kleine Anmerkung. Also, ich schreibe schon immer dazu, welches Währungspaar. Out-USD, bla bla bla. TP, DSL hält normalerweise. Und dann vielleicht eine kleine Anmerkung, wie jetzt hier zum Beispiel. Dann Gründe für den Trade. Ihr habt immer Gründe für den Trade. Sonst wärt ihr ja nicht eingegangen. Gründe für den Trade, Spiegelstriche. Gründe gegen den Trade, Spiegelstriche. Ihr habt in 99% der Fällen habt ihr meistens auch Gründe gegen den Trade. Irgendwas findet ihr, was auch, wo ihr auch sagen könnt, hey Mann, das wäre so ein Aspekt gewesen und das findet ihr oft auch erst im Nachhinein. Ihr schaut euch dann nochmal das Setup an und denkt, ja, okay, dieser Punkt hat eigentlich eventuell schon ein bisschen dagegen gesprochen. Und auch das notiert ihr euch und dann eure Learnings. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich diesen Trade im Prinzip dokumentiert habe, da ist er noch gar nicht gelaufen. Genau hier, anderes Beispiel, Euro CHF. Habe ich einen SL-Hit bekommen. Learnings. Boom. Ich schreibe hier meine Learnings auf. Und ihr habt immer Learnings. Und Leute, geht auch, wenn ihr dieses Journal führt. Und es ist so, so wichtig. Und Leute, ich wiederhole es nochmal. Ich spreche die Leute an, die es wirklich ernst meinen, die wirklich diesen Wille haben, verdammt nochmal profitable Trader zu werden. So. Und für diese Leute ist es auch machbar. Weil es gibt natürlich Leute, ach, kein Bock, dann nach jedem Trade irgendwie noch das zu journalen. So eine Kacke. Ich habe die Zeit nicht, keine Ahnung. Leute, wenn ihr dafür keine Zeit habt, wie wollt ihr ein Konto traden, das Six Figure ist? Wenn ihr es nicht mal auf die Reihe bekommt, euren Trade nochmal im Nachhinein anzuschauen, zu dokumentieren. Und deswegen, nochmal, ich wiederhole es nochmal. Erster Punkt, Währungspaar, eine kleine Anmerkung. Zweiter Punkt, Gründe für den Trade, Gründe gegen den Trade, Spiegelstriche und dann Learnings. Und Leute, wenn ihr euer Trading-Journal führt, wenn ihr einen Trade nochmal im Rückblick anschaut, dann geht auch immer mit der Intention ran an die Sache. Ich will jetzt auch Sachen rauslernen aus diesem Trade. Ich will jetzt wirklich auch was lernen aus diesem Trade und geht mit dieser Intention ran und sucht Dinge, die ihr daraus lernen könnt. Weil ihr könnt immer was lernen. Ich verspreche es euch. Ihr könnt aus jedem einzelnen Trade, den ihr irgendwie gesetzt habt, könnt ihr immer was lernen. Diese Learnings notiert ihr hier auch. Und yes, deswegen, ja, dann, und glaubt mir, Leute, wenn ihr das macht, das ist so eine Macht. Das ist so eine Macht. Das war für mich das krasseste Level Up ever, überhaupt, als ich das angefangen habe, dieses Trading Journal zu führen. Würde zu mir jemand sagen, oder beziehungsweise hätte ich einen Wunsch frei, was I am angeht, an Learnings, die ich in meiner ersten Zeit bekommen wollen würde, dann wäre es genau das hier. Für verdammt nochmal ein Trading Journal. Nehmt das Ganze gescheit ernst so. Sei nicht so ein Larifari, yo, ich mache hier mal ein bisschen IM und mache hier mal ein bisschen Trading-Typ, sondern wenn, und deswegen sage ich immer, wenn ihr es wirklich ernst, wenn ihr in Trading wirklich das Tool seht, mit dem ihr finanzielle Unabhängigkeit erreicht, dann macht es so, verdammt nochmal. Real Talk so. Und das ist so das, wie ich das generell anführe. Und im Nachgang mache ich immer Folgendes. Und zwar im Nachgang mache ich dann immer eine Zusammenfassung. Und zwar am Wochenende. Wie gesagt, Wochenende haben eh die Märkte zu. Jetzt bin ich zwar mir nicht ganz sicher, weil ihr seid ja alles, sag ich mal, ich denke mal, One-Tradler von Michael Nims. Ich mache das sehr, sehr untergeordnet. Ich trade ausschließlich nur noch im untergeordneten Timeframe. Und da habe ich natürlich über die Woche verteilt viele Trades. Bei der One-Trade-Strategie ist natürlich so, ein Trade läuft auch mal über mehrere Wochen. Ja, da müsst ihr halt einfach schauen. So. Aber ich persönlich mache es dann zum Beispiel so, ich mache immer nach jeder Woche, mache ich immer eine Zusammenfassung aller meiner Learnings so. Das nenne ich dann immer so. Ich kann mal random einfach irgendwo draufklicken, keine Ahnung, hier, boom. Und das ist auch der Vorteil. Ihr könnt in diesem Trading-Journal, wenn ihr das hier digital auf Telegram führt, ihr könnt auch immer suchen. Ihr könnt alle Trades, die ihr jemals im Outcut getradet habt, könnt ihr auf einen Schlag schnell suchen. Boom. Das ist nicht so wie irgendwo, ich habe irgendwo ein Word-Dokument oder ich habe irgendwo ein Blatt Papier, sondern ihr habt direkt alles immer parat. Das ist brutal geil. Und vor allem, ihr könnt vom Handy aus rein, ihr könnt vom Laptop aus rein. Es ist so easy. Es ist und es ist damit, glaubt mir, Leute, ihr bekommt auch viel mehr den Drive, dieses Trading-Journal zu führen, weil es einfach nicht so ein großer Aufwand ist. Trading-View-Screen dort rein, Gründe dafür, Gründe dagegen, Learnings, fertig. Und das ist wirklich auch machbar. Und sowas mache ich dann immer. Ich gehe dann im Prinzip immer am Ende einer Woche. Am Ende einer Woche gehe ich dann im Prinzip immer alle meine Setups durch. Gehe jedes Setup durch, was ich in dieser Woche getradet habe. Und dann schreibe ich mir immer sowas. Schreibe ich immer eine Zusammenfassung aller meiner Learnings. Liste das dann immer auf. Schicke gerne auch immer noch einen Screenshot, Trading Screenshot da dazu. Und habe dann einfach
jede Woche und ihr habt, da mache ich dann einfach so die markantesten Learnings, wo ich sage, Alter, ja, Mann, das ist mir wirklich, das war wirklich für mich ein Key. Das können auch einfach mal emotionale Sachen sein. Das muss nicht immer direkt von einem bestimmten Trade abhängen. Ihr könnt auch einfach mal sagen, ey, Mann, diese Woche, keine Ahnung, dachte ich irgendwie, ich bin jetzt Chef vom Markt und alles läuft und ich muss mich nicht mehr irgendwo an die Lot Size halten, ich muss nicht mehr irgendwas machen, ich kann ja einfach, der Markt läuft sowieso für mich. Und keine Ahnung, sowas hatte ich beispielsweise schon mal, dass ich irgendwann mal dachte, ja, Digga, das läuft ja so krass, Mann, ich kann ja auch, ich setze einfach hier den Trade noch und da und hier mit höherer Lot und was weiß ich und das läuft ja alles. Und auch wenn ihr sowas mal für euch reflektiert, notiert das alles hier in dieses Trading-Journal, macht dann so eine Zusammenfassung der Learnings. Und vor allem, Leute, ihr könnt hier alles reinschicken. Wenn Michael Nims mal eine geile Nachricht gedroppt hat, wenn da irgendwas Krasses gedroppt wurde in der Nims-Gruppe, boom, weitergeleitet ins Trading-Journal, habt ihr es hier aufgeführt. Extrem, extremer Vorteil so. Und deswegen, Leute, das war jetzt sehr, sehr ausführlich, aber nochmal, um es zusammenzufassen. Phase 1, ihr testet eure Strategie auf einem Demo-Konto, ihr tradet alles, ihr filtert nicht, ihr sagt jetzt nicht, boah, das ist mir zu riskant, ihr tradet alles, aber ihr dokumentiert auch alles, weil sonst bringt es nichts. Ihr dokumentiert das alles und zwar genau auf diese Art und Weise, wie ich euch es jetzt gerade gezeigt habe. Anschließend, wenn ihr das ein paar Wochen, ein paar Monate, je nachdem gemacht habt und ihr euch sagt, ey Mann, okay, ich habe jetzt echt viel Erfahrung gesammelt, ich habe jetzt echt viele Learnings gesammelt, jetzt will ich mal wissen, schaffe ich es wirklich mal 10% in einem Monat zu machen? Weil das ist die wie heißt das, die Voraussetzung für Fremdkapital. Das sind meistens 10% in einem Monat zu erwirtschaften. Was macht ihr dann, Leute? Ihr macht einfach ganz entspannt ein neues Demokonto auf. Ihr könnt eh so viele aufmachen, wie ihr wollt. So, deswegen verstehe ich es auch nicht, warum Leute irgendwie Trades auf Demokonto nicht setzen wollen. Checke ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall, ihr macht einfach ein neues Demokonto auf. Und diesmal behandelt ihr dieses Konto wirklich wie ein Echtgeldkonto. Ihr behandelt es wirklich wie ein FTMO-Konto. Und da nehmt ihr dann wirklich nur die Trades mit, die ihr auch auf einem FTMO-Konto mitnehmen würdet. Um deine Frage auch parallel ein bisschen zu beantworten, Samir. Und da dieses Konto, das ist euer Performance-Test-Konto. Die erste Demo-Konto-Phase ist Strategietest. Ich teste meine Strategie und dokumentiere alles und lerne und lerne und lerne und sammle Erfahrung. Und das zweite Demo-Konto, das ist euer Performance-Test-Konto. Ihr habt diese Strategie, denke ich mal, dann verstanden, wie ihr das intensiv gemacht habt. Ihr habt wirklich verstanden, wie es läuft. Und jetzt geht es darum, eure Performance zu testen. Schaffe ich es, 10% zu machen in einem Monat? Und je nachdem, wie das läuft, wisst ihr, was zu tun ist. Wenn ihr merkt, ich schaffe es nicht, 10% zu machen, easy going, Leute, überhaupt kein Problem, dann wieder zurück in Phase 1. Hört sich eh geil an, wieder back in Phase 1, Phase 1. Testen, 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 ausprobieren, Learning sammeln. Und das dokumentieren und dann wieder probieren, Performance-Test. Und wenn ihr das dann mal geschafft habt, wenn ihr seht, geil, Mann, jetzt habe ich wirklich viel gelernt, viel dazugelernt und jetzt habe ich es auch mal geschafft, 10% zu machen. Und dann probiert es von mir aus noch ein weiteres Mal auf dem Demokonto aus. Und wenn das auch läuft, ihr euch confident fühlt, ihr euch gut fühlt, ihr wirklich guten Gewissens sagen könnt, es war nicht gegambelt, es war kein Zufall, sondern es war wirklich rational. Ich weiß, ich habe immer eine ganz genaue Erklärung, warum ich alle Trades eingegangen bin, warum ich jetzt geschafft habe, 10% zu machen. FTMO machen. Fremdkapital traden. Und that's the way, Leute. Und ich bin euch ehrlich, Leute. Ich bin euch hundertprozentig ehrlich. Ich bin aktuell wieder in Phase 1. Ich habe viel gelernt, viel gelernt, viel gelernt. Und deswegen will ich auch von vornherein sagen, nur weil ich jetzt ich bin genauso einer von euch. Ich bin nicht an dem Punkt, wo ich jetzt irgendwie dieses FTMO trade und mir alles egal ist so und ich durch bin. Nein, Leute, ich bin genauso in Phase 1. Ich bin genauso am Lernen, ich bin genauso am Hustlen. So, ihr seht mein Trading-Journal, das ist ja aktuell. Die letzten Einträge waren, glaube ich, gestern oder vorgestern, ich bin mir nicht sicher. Und weil ich einfach auch gelernt habe, gemerkt habe, hey, ich bin noch nicht in der Art und Weise, wie ich trade. Ich trade ja ein bisschen anders als Michael Nims. In der Art und Weise, wie ich trade, schaffe ich es noch nicht, ohne große Verluste 10% zu machen. Boom, heißt für mich weiter lernen, weiter Erfahrungen sammeln. Bis zu einem Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt teste ich wieder meine Performance, schaffe ich es wieder 10% zu machen. Und Leute,
Deswegen, nur weil ich jetzt hier so Nuggets drop oder so, bitte nicht falsch verstehen. So, ich bin genauso, muss genauso in Phase 1 sein und liebe das auch und feiere das auch, weil ich so viel dazulerne, so viel Erfahrung mache. So. Deswegen, ich denke, da könnt ihr auch sehr, sehr gut einfach mit mir relaten. So. Und was ich halt sagen kann, ist es einfach, Maximilian, gleich deine Frage. Ach, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Egal. Maximilian, dann direkt deine Frage. Vom PC aus kann man, soweit ich weiß, nur eine Gruppe erstellen, aber vom Handy aus könnt ihr einen Kanal oder einen Channel erstellen. Das heißt, macht es einfach vom Handy. Ich habe es vom Handy aus gemacht. Da habe ich einen Kanal erstellt. Und da, genau, könnt ihr auch nur für euch rein. Genau. So viel dazu. Aber geil, dass du es direkt umsetzt, Mann. Fühle ich auf jeden Fall. Da Maximilian Ehrenmann, der weiß direkt, was Umsetzung bedeutet. Alright. Genau, Leute. Und was, genau, ah, jetzt habe ich meinen Faden wieder gefunden, wo ich dran war. Und zwar, dass es einfach meinen Augen wichtig ist, wenn ihr das so. Ich, klar, ich wollte damit sagen, ich bin genauso an dem Punkt wie ihr. Ich bin auch nicht an diesem Ziel, an diesem Zwischenziel FTMO. Bin ich nicht dran, bin ich auch völlig ehrlich zu euch. Easy going. Aber das hier, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, ist in meinen Augen der beste Weg, dahin zu kommen. Kann irgendwo Abkürzungen geben, keine Ahnung, aber das ist in meinen Augen der schnellste und effektivste Weg, finanziell unabhängig zu werden. Um es mal so episch zu formulieren. Real Talk, Leute. Ich meine es absolut ernst so. Ihr seid bei IAM, ihr lernt den Skill dort. Ihr testet es auf dem Demokonto, Phase 1. Ihr testet eure Strategie, journalt alles in eurem Trading Journal. Macht wirklich, dokumentiert alle Trades. Wenn das läuft, testet ihr eure Performance auf einem Performance-Testkonto. Und wenn das läuft, dann macht ihr FTMO. Das heißt, den Skill bekommt ihr von IAM und das Geld zum Traden, das bekommt ihr dann durch irgendeinen Fremdkapitalanbieter. Gibt auch andere gute. Gibt auch Fremdkapitalanbieter, wo man nur 8% braucht, zum Beispiel, nicht 10%. Genau. Das einfach nur generell. Ich merke, die Zeit ist schon leider echt krass vorangeschritten. So, ich hätte es gar nicht gedacht. So, ich wollte eigentlich noch viel am Chart zeigen. So, deswegen, ohne, ich weiß nicht, wie schaut es denn aus, zeitmäßig so. Ich will natürlich jetzt nicht hier alle, ich finde es eh schon lässig, Leute. Hey, wir haben Samstagabend so, immer noch 26 Leute hier am Start. Fühle ich auf jeden Fall. Leute, feiere ich so, dass ihr hier committed seid. So, ihr könnt auch Abendessen, ihr könnt auch irgendwo, bei uns scheint jetzt hier gerade die Sonne, könnt auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen in der Sonne chillen. Aber ihr seid hier committed, ihr seid hier am Call. Und auch das ist wieder der Unterschied. Ihr habt safe Leute in eurer Gruppe. Ihr habt safe mehr Leute als 26 in der Gruppe. Am Anfang des Calls waren es, glaube ich, noch 29 Leute. Ihr habt 50 Leute in der Gruppe. Was ist mit den anderen 24 Leuten oder 34? Nee, 24. Das ist so das Ding, Leute. Deswegen, auch da, ihr gehört schon im Prinzip zu den Leuten, die es wohl ernster meinen als andere. Und jetzt stellt sich halt nach diesem Call raus, wie ernst die es wirklich meint. Setzt ihr die Dinge um. Und das ist mir immer wichtig. Ich will euch nicht irgendwelche komischen Sachen mitgeben, völlig abgespaced, die man nicht leicht umsetzen kann, sondern mein Ziel ist es, immer so einfache Sachen, wie es geht, mitzugeben, die man so einfach, wie es geht, umsetzen kann. Und das, was ich euch gerade mitgegeben habe, ist easy umzusetzen. Maximilian hat es gerade eben schon umgesetzt. Der hat sein Trading Journal schon erstellt. Genau. Und jetzt, Leute, nochmal kurz. Eigentlich, das war so dieser Hauptpunkt, auf den ich eigentlich anspielen wollte. Dann hat es sehr, sehr, hat sich noch in eine sehr, sehr andere wilde Richtung entwickelt. Ich wollte euch mal einfach eine Sache zeigen. Und zwar, ich will, dass ihr das mit eigenen Augen seht, was abgeht. Und zwar habe ich einen guten Bekannten. Genau. Und der hat auf jeden Fall FTMO. Und ich möchte euch einfach nur mal zeigen, ich habe das letztens einfach aufgenommen, das habe ich mir kurz abgespeichert, ich möchte euch das zeigen. Ich will, dass ihr das mit euren eigenen Augen seht. Ich will, dass ihr seht, wie das ausschaut, wenn ihr dieses FTMO-Konto habt, wenn da unten dran steht, wirklich, was für einen Gewinn ihr erwirtschaftet habt. Und das will ich, dass ihr das einfach seht. Ich gehe hier mal kurz auf Vollbild. Es ist nur ein kleiner Clip, habe ich mir vorhin noch zusammengeschnitten, so geht 22 Sekunden, ist vom Dienstag. Ich habe dieses Video habe ich am Laptop abgefilmt, habe ich am Dienstag aufgenommen. Einen Moment, ich mache kurz Computer freigeben, perfekt, dann solltet ihr es auch hören können. Leute, genießt es einfach, schaut es euch bitte einfach an, checkt das Ganze ab und implementiert euch in das neue Gehirn.
Und deswegen habe ich vorhin gesagt, so, ich bin kein Freund von believe in yourself, du musst an dich glauben, du musst an train. Leute, seht es mit euren eigenen Augen. Ihr müsst es einfach nur verstehen, ihr müsst es einfach nur rational, ihr müsst einfach nur wissen, dass es möglich ist. Und dann könnt ihr es auch umsetzen. Was bringt es mir zu glauben, dass ich es schaffe? Ihr müsst wissen, dass ihr es schafft. Was bringt mir das, dass ich daran glaube, dass ich, klar, believe in yourself und so weiter, das hat schon so seine Vorteile. Aber, oder hat natürlich schon irgendwo auch seine Berechtigung. Aber ich finde dieses, ich will es doch wissen. Ich will doch wissen, dass es möglich ist so. Und deswegen, nur ein kurzer Clip, geht 20 Sekunden, habe ich mir einfach vorhin vorbereitet. Let's go. 54k Momente. Zwei Trades laufen noch. Heftiges Ding Ein hier, bisschen ja. bergab gegangen, ich habe mal 20.000 gemacht, ist ein bisschen runtergegangen, dann habe ich minus 2% gemacht und jetzt habe ich ihn wieder raufgetradet. Krass, ja, richtige, du hast ja eine richtige. Also Leute, ich muss mal zurück und 54k Momente. Zwei Trades laufen noch. also ich will, dass ihr das wirklich seht. So sieht es da im Prinzip immer aus bei FTMO. Er hat im Prinzip sein FTMO-Konto und hat jetzt hier aktuell Gewinn 54k drin stehen. Gewinn von 54k hat er mit seinem 160k FTMO-Konto erwirtschaftet. Und Leute, ich kann euch auch verraten, in welchem Zeitraum, nicht mal 2 Wochen waren das. Nicht mal 2 Wochen waren das. Und das will ich euch einfach, dass ihr das seht. Deswegen zeige ich euch das nicht nur hier, ja, hier FTMO und das ist der Weg. Und Leute, schaut euch das an. Das soll euch Belief geben. Nicht, dass euch irgendjemand, das Zeug irgendjemand sagt, ja, believe in yourself und du schaffst das und wir werden alle erfolgreich und alles bla bla bla. Damit könnt ihr nichts anfangen. Damit könnt ihr was anfangen. Ihr seht es mit eigenen Augen. Leute, derjenige, der das eben hier geschafft hat, der dieses Resultat hier gehabt hat, der hat mir dann, also wie gesagt, ich habe noch das Datum dazu geschrieben, das war diese Woche am Dienstag. Und dann hat er mir diese Woche am Donnerstag das hier geschickt. Ihr seht es, 20. Mai, vor 2 Tagen. Ich glaube, ich muss es nicht vorlesen. Stand heute habe ich in 2 Wochen schon 51k gemacht. Und das ist mir wichtig, dass, und deswegen auch gerade für Leute, die neu dabei sind. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch drauf geblieben auf diesem Call. Ihr sollt es wirklich sehen. Das ist mein Ziel. Weil ich kann es euch noch nicht zeigen. Aber ich kann euch zeigen, dass ich. Egal, wird zu kompliziert jetzt dieser Satz. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit so ein bisschen sagen will. So. Das ist mir wichtig, dass ihr sollt es verstehen. Ihr sollt sehen, was abgehen kann. Und das im Prinzip einfach nur so grundsätzlich. Das heißt, um jetzt nochmal kurz alles, was ich jetzt gesagt habe, kurz mal zu gliedern. Das ist mir einfach nochmal wichtig, dass das so jetzt nicht so ein zusammenhangsloses Ding ist, sondern dass ihr jetzt wirklich einfach mal auch eine Struktur darin habt. Da muss man leider mehr können, wie nur One-Trade-Strategie. Ja, das ist möglicherweise der Fall. Da hast du recht, Frederik. So, aber da können wir eventuell, je nach Zeit, je nach, wie es bei euch ausschaut, können wir da eventuell noch so ein paar Sachen mal ansprechen. Aber ganz, ganz wichtig, nochmal zusammenfassen. Ich wollte euch generell einfach zeigen, das hätte ich auch am Anfang eigentlich machen sollen oder machen können, das ist möglich. Leute, checkt es einfach. Wenn ihr das nicht jetzt hier irgendwie nicht, diese Zusammenhänge jetzt nicht versteht mit diesem Fremdkapital und der Typ hat so und so viel K gemacht, ja, dann kann ich es auch nicht machen. Aber ich will, dass ihr das mit eigenen Augen seht. Checkt es einfach, was abgeht so. Und dann habe ich euch einfach auch in meinen Augen die beste Art und Weise, die beste Strategie in Anführungszeichen mitgegeben, wie man meiner Meinung nach an diesen Punkt kommen kann, wirklich finanziell unabhängiger Trader zu sein. Und zwar wirklich, indem ihr das genauso befolgt, wie ich euch das gerade vorhin gesagt habe. Egal, ich wiederhole es jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal, weil ich habe es, glaube ich, schon einmal wiederholt und so weiter und so fort. Ja, Frederik schreibt es auch gerade rein. Ihr könnt auch gerne, ohne jetzt groß Eigenwerbung zu machen, aber ihr könnt gerne Nikolai Kützi auf YouTube einfach mal suchen. Ich habe dort ein Video zum Trading-Journal gemacht. Ich habe da ein Video zum Demokonto gemacht. Ich habe alles auch dort nochmal genau erklärt und auch das Trading Journal nochmal ein bisschen ausführlicher, wie ich es jetzt hier kurz erklärt habe. Schaut euch das wirklich gerne an so. Sorry jetzt für dich, Frederik, so, du hast es jetzt in dem Fall nochmal gehört, aber es ist so wichtig einfach in meinen Augen. Mir war es wichtig, jetzt hier jeden anzusprechen. Und da ich auch gesehen habe, durch meine Umfrage, die ich gemacht habe, sind viele Leute auch
relativ neu am Start. Deswegen bin ich nochmal auf diese Punkte einfach eingegangen. Jetzt Leute, schreibt mal, wenn ich noch ein bisschen was euch am Chart zeigen darf, dann wenn ihr zeitlich irgendwie ungebunden seid, dann schreibt mal eine 1 rein. Wenn ihr sagt, hey, es ist bei euch jetzt genug langsam, dann schreibt eine 2 rein. Wäre auch nicht schlimm so. Okay, ein paar Einser, ja, gut. Alright. Dann würde ich mal sagen, Ole, dann können wir da auf jeden Fall auch noch ein bisschen eingehen, ja. Grundsätzlich, ganz kurz, bevor ich den Chart aufmache, ist mir ein paar Sachen wirklich mitzugeben. So, jetzt hier unter Michael Niems Tradern, unter OneTrade Tradern. Ich habe auch lange OneTrade getradet. Diese Strategie funktioniert, aber sie ist enorm schwerfällig. Das ist so meine Beschreibung zu dieser Strategie. Sie ist sehr schwerfällig. So bezeichne ich persönlich diese Strategie. Dieses Wissen, was in der OneTrade, was generell in den Sequenzen steckt, ist unbezahlbar. Ihr könnt damit die krankesten Investoren werden, weil ihr das auch in Kryptos sehr gut verwenden könnt, weil ihr das auch in Aktien verwenden könnt. Ich habe mit meinem Dad zusammen habe ich ein Aktienportfolio, das wir nur nach dieser Strategie machen. Wir beide haben Kryptoportfolios, viele andere haben Kryptoportfolios. Muss ich euch nicht erzählen, Michael Nim spricht es ja auch die ganze Zeit an, wie gut diese Strategie auch wirklich in Kryptos funktioniert. Das heißt, diese Strategie ist Bombe. Aber im Thema Forex, so wie die OneTrade-Strategie aufgebaut ist, ist sie sehr, sehr schwerfällig. Und teilweise sogar so, dass es von der Marktlage abhängig ist, ob ihr 10% in einem Monat schafft oder nicht. Das ist in dieser Strategie manchmal von der Marktlage abhängig. Und das ist auch wichtig, dass beziehungsweise das möchte ich euch einfach auch so ein bisschen nicht falsch verstehen. Diese Strategie funktioniert. Die Strategie ist krass, wie sie funktioniert, in welchen Timeframes und in welchen Märkten sie überall funktioniert. Aber so, wie man die OneTrade nach Michael Niems jetzt im Forex-Bereich tradet, ist sie schwerfällig. Das ist einfach Fakt, weil, ja, habe ich gerade schon gesagt, und deswegen, im Prinzip ist, warum ist sie so schwerfällig? Weil wir 100 Pips Stop-Loss haben. 100 Pips Stop-Loss, das ist eine riesige Marktbewegung, weil wir teilweise Take-Profits haben von 300, 400 Pips. Diese Trades laufen teilweise länger als einen Monat und am Ende haben wir doch nur ein 1:3er Chancen-Risiko-Verhältnis. Das heißt, hätten wir 1% bei diesem Trade riskiert, dieser Trade läuft einen Monat, läuft 3 Wochen und wir haben gerade mal 1:3. Wir haben gerade mal ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1:3. Und das war eben auch so ein Punkt, den ich einfach hatte bei dieser Strategie, was mich so ein bisschen, ja, gemausert hat, weil ich so gedacht habe, ey, ich will ja eigentlich FTMO schaffen. Ich will ja unbedingt die FTMO-Challenge bestehen. So. Und deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, Leute. Habt keine Scheuklappen. Ein ganz, ganz großer Fehler war bei mir, ich hatte Scheuklappen. Was meine ich damit? Ich dachte, es ist nur dieses System und ich muss es einfach perfektionieren, dann läuft alles. Dieses System funktioniert. Die OneTrade-Strategie funktioniert auch im Forex. Man kann auch im Forex-Bereich damit profitabel sein. Aber es ist relativ schwerfällig. Es ist einfach schwerfällig. Punkt. Und da, darüber muss man sich nicht streiten. Und warte mal. So, ich wurde gerade angerufen. Und deswegen. Es war meine Intention einfach, okay, wie kann ich möglicherweise einfach schnellere Trades machen, die nicht 3 Wochen dauern und wie kann ich möglicherweise meinen SL verringern? Weil wenn ihr einen SL von, sagen wir mal jetzt einfach mal 100 Pips habt, dann braucht ihr halt 300 Pips, die braucht eine 300 Pips Bewegung, um gerade mal ein 1:3er Chancen-Risiko-Verhältnis zu haben. Und der Markt macht die 300 Pips nicht einfach mal in 3 Tagen. Sondern meistens braucht ihr dafür lange, länger. Und das ist wichtig zu verstehen so. Das heißt, ja, wie soll ich sagen, das einfach als generelle Grundintention. Und es gibt viele Sachen, die man damit einfach gut kombinieren kann. Man muss einfach nur selber diesen Klick für sich haben. Man muss einfach selber für sich checken, hey Mann, ich bin nicht 100%. Weil Leute, Michael Niems macht seinen Job wunderbar. Der Typ ist krass engagiert, der Typ liebt die Community. Das ist auch was, was ich sehr, sehr schätze an Michael Niems. Wie wirklich, man merkt so, ey, er macht das mit so einem Herzblut. Das ist einzigartig, finde ich, bei IAM. Aber das heißt nicht, dass
eher, sag ich mal, Trading erfunden und studiert und wie auch immer hat und der allerbeste Trader überhaupt ist so. Das, er sagt ja auch selbst, er hat überhaupt nicht den Anspruch, der zu sein. Aber Leute, er kann leicht reden. Er tradet ein 3-Millionen-Konto. Da reichen ihm ein paar Prozent im Monat, da reichen ihm auch 1% oder 3% im Monat und das lohnt sich für den. Versteht ihr, wie ich meine? Aber ihr wollt ja wirklich mindestens mal 10 schaffen, sage ich jetzt einfach mal. Und da müsst ihr gegebenenfalls andere Dinge möglicherweise auch dafür tun. Und was ich euch einfach generell sagen kann, habt einfach keine Scheuklappen. Beschäftigt euch auch mit anderen Sachen. Die Sequenzenstrategie ist verdammt geil. Sie ist mein Fundament im Trading und wird es auch immer sein, denke ich mal. Weil die Sequenzen sind krass. Wir haben hier wirklich die Möglichkeit, Dreh- und Wendebereiche zu finden. Wir wissen immer, warum will der Markt wohin. Das Wissen weiß ein Harmonic Trader weiß das nicht. Ein Harmonic Trader schaut sich die letzten paar Tage an und findet sein Setup. Aber wir haben ein übergeordnetes Marktverständnis. Wir wissen wirklich übergeordnet, was sind die nächsten prägnanten Levels, die wir erreichen wollen. Und die können wir dann eben auch traden. Aber so wie es halt wie man es halt im H1 oder H4 macht, ist es halt nun mal sehr, sehr langfristig, sehr, sehr schwerfällig, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen gibt es halt auch viele coole Sachen, die man einfach damit auch kombinieren kann. So. Eine simple Sache ist zum Beispiel einfach, mal ein bisschen in den Timeframes runtergehen. Euch mal, dass ihr mal ein paar einfach mal probiert. Und deswegen, Leute, habe ich das vorhin euch erklärt. Demo-Konto testen. Dokumentieren. Und da könnt ihr ausprobieren. Keiner verbietet euch, dass ihr euer Ding macht. Leute, ich kenne ein paar richtig kranke Trader. Ich kenne so 2, 3, die sind wirklich sehr krass. Also ich würde sagen, wirklich Elite, also schon teilweise krasser als gewisse Educator. Ohne jetzt irgendwo übertreiben zu wollen, aber ihr habt diese Performance zum Beispiel gerade eben gesehen, die ich euch gezeigt habe. 50% in 2 Wochen. Ich weiß nicht, wie viele Educator das machen. Mit ihrem ersten Fremdkapitalkonto, dass sie so mehr oder weniger traden. Das heißt, es ist schon eine Leistung. Und was ich euch einfach sagen will, ist, all diese Leute waren neugierig und hatten diesen Drive einfach, den Chart auseinanderzunehmen. Das waren nicht Leute, die jetzt einfach, ja, ach, so läuft es, dann mache ich das genau so. Sondern es waren Leute, die haben sich auf eigene Faust reingefuchst. Ich fuchse mich seit Monaten auf eigene Faust rein. Es ist wichtig, die Educator zu haben. Es ist wichtig, IM zu haben. Es ist wichtig, die Community zu haben. Aber es ist auch wichtig, dass ihr versteht, dass ihr durch Go Live allein nicht erfolgreich werdet. Das war für mich auch wichtig zu verstehen. Ich dachte, ich schaue hin und wieder Go-Live-Sessions und dann läuft der Hase. Ihr müsst selbst am Chart sein. Gerade wenn ihr das Ganze ein bisschen erweitern wollt. Ihr müsst die Chartarbeit reinstecken. Leute, ich habe Tage, da sitze ich 10 Stunden am Chart. Ich habe Tage, da sitze ich 10 Stunden am Stück, aber ich sitze 10 Stunden am Chart, beobachte, was der Chart macht. Natürlich nicht jeden Tag, natürlich nicht immer. Ich kenne aber Leute, die machen das immer. Ich kenne Leute, die sitzen noch länger jeden Tag und das durchgehen am Chart. Aber es sind auch Leute, die haben CRVs, das habt ihr noch nie gesehen. Das ist, wenn man jetzt nur die One-Trade-Strategie kennt, ist das teilweise crazy. Leute, es gibt Leute, die haben 3-stellige CRVs. Die riskieren 1% und machen mehr als 100% mit einem Trade. Nur mal, um euch das Ganze mal so ein bisschen zu eröffnen, was auch wirklich möglich ist. Das heißt, seid da ein bisschen offener, seid da ein bisschen neugieriger. Habt ein bisschen diesen Drive, dieses Verlangen, euch ein bisschen mehr Wissen anzueignen, als nur eine Sache. Weil, und jetzt, das könnt ihr von mir aus gerne auch notieren oder merkt es euch zumindest. Das ist ein Vergleich, den hat Özkan mal gebracht. Ich habe sehr, sehr viel von Özkan gelernt. Kennt ihr vielleicht aus Michaels Training Channel oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, Özkan ist auf jeden Fall krasser Motherfucker, sag ich jetzt mal. Und er hat mal eine Sache zu mir gesagt und die ist mir hängen geblieben. Er hat gesagt, der Chart ist ein Gemälde. Der Chart ist ein riesiges Gemälde. Oder muss nicht mal riesig sein. Kann auch einfach einfach ein Bild sein. Wenn ihr jetzt nur Sequenzentrader seid, nach One-Trade-Strategie, dann schaut ihr auf das Gemälde, aber ihr seht von mir aus nur den Ausschnitt unten links. Ein Harmonic Trader, der nur nach einer Harmonic Strategie tradet, na gut, der sieht halt vielleicht den Ausschnitt unten rechts. Und der sieht immer nur wieder diesen Ausschnitt im Chart. Der sieht immer nur wieder dieses Bild, wenn er den Chart anschaut.
Dann gibt es Leute, die traden vielleicht nach Andreas Forster. Die haben auch nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt, den sie jedes Mal sehen, wenn sie den Chart anschauen. Die sehen halt immer nur ihre Support-Resistance-Zonen, die sie halt mit 10 Pips Abstand traden. Das sehen die. Die sehen von mir aus, die sehen einen kleinen Teil in diesem Gemälde. Einen ganz kleinen Teil, den sie nur sehen. Es gibt wieder, ihr wisst, was ich damit sagen möchte, Leute. Aber der Chart ist das ganze Gemälde. Der Chart setzt sich aus all diesen Teilen zusammen. Und wenn ihr nur Sequenzentrader seid, dann seht ihr halt auch nur diesen Ausschnitt. Jemand, der gleichzeitig noch Wissen über Support-Resistance-Zonen hat, jemand, der gleichzeitig noch Wissen hat über Patterns, jemand, der gleichzeitig noch weiß, was eine Imbalance ist, was so Smart-Money-Wissen ist, jemand, der gleichzeitig noch weiß, was ein Fake-Breakout ist aus einer Support-Resistance-Zone, jemand, der gleichzeitig noch weiß, keine Ahnung, wie man Fibonacci auch noch anders anlegt, keine Ahnung, da gibt es ja tausend Sachen. Ja, der sieht halt einfach mehr. Der sieht halt einfach viel, viel mehr. Und mit viel mehr meine ich auch viel mehr Setups. Der sieht auch viel mehr Möglichkeiten. Der sieht auch einfach viel genauer. Der sieht viel genauer, warum der Markt macht, was er macht. Der sieht nicht nur, okay, der sieht nicht nur Aufwärtsbewegung, Korrekturbewegung, Aufwärtsbewegung, die das High knackt. Ah, okay, Sequenz, aha, Ziellevel, fertig. Sondern der sieht vielleicht auch, warum die Sequenz höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird. Weil er einfach auch andere Dinge sieht in diesem Chart. Und so weiter und so fort. Deswegen, ich möchte euch sensibilisieren, wenn ihr wirklich sagt, dass ihr noch ein paar andere Dinge euch anschauen möchtet. Ich möchte euch generell für diesen Grundgedanke sensibilisieren, dass ihr eure Scheuklappen entfernt. Das meine ich damit. Dass ihr nicht nur eine Sache anschaut. Das geht natürlich jetzt vor allem, ganz, ganz wichtig, kurzer Hinweis auf jeden Fall. Das geht jetzt vor allem an die Leute, die jetzt sehr, sehr kurz dabei sind. An euch ist es bitte explizit nicht gerichtet, weil dann, wenn ihr jetzt anfangt, alle möglichen Sachen zu machen, dann wird es ein Chaos. Ihr müsst eine Sache für euch erstmal, wenn ihr das Sequenzensystem im Schlaf könnt, wenn ihr nicht mehr drüber nachdenken müsst, boah, von welchem Low fängt die Sequenz jetzt an, boah, ist das jetzt eine valide Sequenz, entsteht die jetzt in einem validen Dreh- und Wendebereich oder nicht, ist das jetzt die sekundäre, ist das jetzt die tertiäre, ist das jetzt die übergeordnete, bei welchem Punkt fange ich jetzt an zu analysieren, wenn euch das auch unklar ist, dann fangt nicht an, jetzt irgendwelche Dinge dazu zu kombinieren. Ganz wichtig, bitte, bitte, sondern ihr müsst erstmal, euer Fundament muss passen. Wenn euer Fundament bröckelig ist, dann bringt es auch nichts darauf, jetzt noch andere Sachen aufzubauen, weil es wird eh alles dann irgendwann einkrachen. Beziehungsweise sich darin äußern, dass ihr einfach keine Erfolge erzielen werdet. Und das verspreche ich euch, Leute. Das heißt, ihr müsst euch ein gewisses Grundverständnis in einer Strategie mindestens mal aneignen. Die Sequenzenstrategie ist dafür sehr, sehr gut geeignet, weil sie ist mehr oder weniger so eine Fundament, also sie bildet so ein gewisses Fundament, wie man den Markt betrachten kann. Jetzt kam gerade die Frage auf, führt das dazu, dass man weniger Trades setzt? Genau das Gegenteil ist der Fall. Du wirst viel, viel mehr Trades, du wirst viel, viel mehr Möglichkeiten sehen im Chart. Das war das, was ich für mich wollte. Wenn ihr euch sagt, hey Mann, ich bin voll zufrieden mit der Sequenzstrategie, mir reicht es hier, die paar Trades, ey, perfekt, Leute. Dann macht wirklich so weiter, haltet euch an Michael Nims und stellt dort viele Fragen. Ballert Fragen in die Gruppe rein ohne Ende. Kurz eingeschobenes Nugget oder kurz eingeschobener Hinweis, den hätte ich gerne auch vorhin noch reinverpackt. Und zwar, mein Satz ist immer, wenn ihr es nicht auf die Reihe bekommt, eure Fragen gescheit und ausführlich zu formulieren, wie wollt ihr irgendwann mal 1 Million Konto traden? Wenn ihr es nicht hinbekommt, eure Fragen zu formulieren. Ich sehe so viele Leute, die haben Probleme im Trading und stellen keine Fragen. Wenn ich eine Einarbeitung mache, wenn ich eine Trading-Einarbeitung mache für einen Teampartner, ich locker 5 Minuten baller ich den voll, dass er verdammt nochmal Fragen stellen soll. Und dass er sich nicht wundern braucht, wenn er Fragen hat, sie aber nicht in den entsprechenden Gruppen stellt, dann braucht er sich nicht wundern, wenn er nicht vorankommt. Und deswegen auch direkt für euch als Hinweis, auch gerade an die Neuen. Wenn ihr erfolgreich werden wollt, Leute, dann müsst ihr Fragen stellen. Leute, dafür ist IAM da. Das ist für mich einer der Hauptvorteile von IAM. Das ist für mich eine der krassesten Sachen, die IAM bietet. Diese Community.
dass ihr euch mit Leuten connecten könnt, die das Gleiche machen wie ihr, die möglicherweise sogar besser sind als ihr in dieser gewissen Sache, und dass ihr Fragen stellen könnt. Leute, ihr könnt eure Frage einem Seven-Figure-Trader stellen, nämlich Michael Niems. Den könnt ihr eine Frage stellen, Mann. Dann macht es doch auch. Nutzt es. Seid auf den Nachhilfesessions dabei. Ich wundere mich immer, Leute wollen ernsthaft erfolgreich werden im Trading. Die denken, sie werden ernsthaft erfolgreich im Trading, wenn sie nichts machen, gefühlt. Leute, ihr müsst euch da richtig reinhängen. Das ist wichtig zu verstehen so. Vor allem am Anfang. Irgendwann sieht es dann anders aus. Aber in dieser Anfangsphase, Leute, erinnert euch an die Treppe. Ihr müsst die Treppe beständig hochlaufen. Step für Step für Step. Ihr müsst auf den Nachhilfe-Sessions dabei sein, wenn ihr hier erfolgreich werden wollt. Ihr müsst einfach in den Q&A-Sessions dabei. Ihr müsst einfach alles mitnehmen am Anfang. Ihr solltet jede Go-Live-Session mitnehmen. So. Ihr wollt doch hier erfolgreich werden. Wie erwartet ihr denn, dass finanzielle Unabhängigkeit einfach auf zugeflogen kommt? Ich denke mal nicht, dass ihr das erwartet. Aber deswegen mein bisschen überspitzter Hinweis an dieser Stelle einfach nochmal zum Thema Fragen. Genau, wir waren beim Thema Fundament, Trading-Strategie, darauf aufbauen und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, für neue Leute sollten einfach wirklich erstmal perfekt werden. Sie sollten wirklich das eine meistern. Und dann kann man gewisse Dinge hinzufügen. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. So. Aber wenn man dann, sag ich mal, an dem Punkt ist, dass man wirklich sagt, Alter, ich habe diese Strategie einfach drauf. Ich brauche nicht mehr irgendwie, ich habe, wenn Michael Niems seinen Week-Opening-Call macht, dann, keine Ahnung, dann habe ich ähnliche Setups. Der hat nicht irgendwelche ganz anderen Gedanken als ich. Ciao, Jakob, mach's gut. Alles gut. Geht ja auch jetzt schon echt eine Weile, der Call. So, ich, by the way, Leute, ich will euch wirklich nicht dranhalten. So, mir macht Spaß. So, ich bin gerne am Start, so, aber wenn wirklich die Mehrheit sagt, hey, langsam reicht's so, völlig cool so. Alles entspannt so. Auf jeden Fall, um jetzt mal hier ein bisschen konkreter zu werden, um das Thema auf den Punkt zu kommen, was man denn so für zusätzliche Sachen machen kann. Also, es fällt mir jetzt ein bisschen schwierig, da jetzt anzufangen, weil es so viele Dinge gibt. Es gibt so viele Dinge, auf die man zusätzlich achten kann, auf die ich mittlerweile achte. So. Einfach weil, mir Stück für Stück erst ein bisschen mehr aufgefallen ist, was für viele Dinge einfach gibt. Und es geht jetzt auch wirklich jetzt konkret an die Leute, die einfach schon länger dabei sind, die normale NIM-Strategie wirklich schon gut verstehen, gut drauf haben, so. An die anderen Leute, klar, ihr könnt natürlich draufbleiben, so, aber ihr könnt auch rausgehen, bin ich nicht böse. Aber das geht jetzt ja speziell einfach an die Leute, die einfach schon ein bisschen deeper im Game drin sind. Und ich bin jetzt gerade mal überlegen, wie ich das jetzt am schlauesten mache, ob ich euch zum Beispiel einfach mal ein paar Setups zeige, die ich jetzt zum Beispiel getradet habe oder wie ich das am besten mal angehe, weil ich habe da einige Dinge, ich weiß sogar so viel, dass ich jetzt gar nicht genau weiß, wo ich jetzt am besten anfange. Okay, wir machen mal, okay, ja, passt. Ich zeige euch mal den Euro-NZD. Ich denke, Euro-NZD, ihr als normale NIMS-Trader habt den safe auf dem Schirm, wisst bestimmt um diesen Markt, und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie mein Euro-NZD aktuell ausschaut. Ich zeige euch das jetzt einfach mal und erkläre euch jetzt anhand von diesem Beispiel, auf was für andere Dinge ich beispielsweise achte. Und ich denke, im Laufe dieses Beispiels werde ich euch ja ein paar Dinge, das macht vielleicht sogar jetzt mehr Sinn, als wenn ich euch jetzt irgendwie einfach aus nichts raus irgendwas erkläre, sondern dann machen wir das auch einfach mal anhand von diesem Beispiel. Genau, genau. Ole, kannst du mir Daumen hoch geben, wenn man ein Bildschirm sieht? Alright, perfekt. Wie lange habe ich denn noch circa, dass ich so ungefähr weiß? Vielleicht kannst du kurz sagen, wie lange habe ich noch circa, Ole? Vielleicht kannst du sagen, nicht, dass ich jetzt. Was bitte? Nochmal die Frage. Also, wie lange ich noch circa Zeit habe? So, also ich würde safe sagen, jetzt noch 10 Minuten bis halb, aber kannst auch bis länger machen. Also mich stört es jetzt auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, die keinen Bock mehr haben, können gerne rausgehen. So, ja, ist gar kein Problem. Der Call wird ja eh aufgenommen und dann können sich die anderen Leute das ja noch angucken, so, die es nicht mitbekommen haben. Alles klar, okay, perfekt. Okay, gut. Dann gehen wir das Ganze mal an. So, Euro-NZD. Schauen wir uns jetzt hier mal erstmal übergeordnet. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Immer erstmal übergeordnet uns den ganzen Hasen reinziehen, was hier eigentlich aktuell wirklich abgeht. Yes, Leute. Wir haben hier eine sehr, sehr große bullische Sequenz.
sind hier im entgegengesetzten Verkaufsbereich, haben hier auf jeden Fall pipgenau reagiert. Also sehr, sehr wild, sehr, sehr schön auch irgendwo. Genau, sind hier zwischen All-Time High, All-Time Low. Perfekt am Verkaufsbereich hier short reagiert, sehr, sehr pipgenau. Und haben hier aktuell noch eine aktive bullische Sequenz, die allerdings aktuell im, ja, die runter ins G-Keil ist, beziehungsweise ja, G-Keil und BC-Keil überschneiden sich, was sehr, sehr oft vorkommt. Und für mich, zum Beispiel, was für mich direkt schon mal eine sehr, sehr interessante Sache gewesen ist, bin ich euch ehrlich, Leute, dass wir hier, ich glaube, ich sollte fast den 4-Stunden-Chart, dass wir hier so genau und perfekt reagiert haben. Das ist für mich was, auf was ich achte. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier Sinn macht, irgendwo mitzuschreiben, so, aber eine Sache, auf die ihr zum Beispiel einfach mal generell achten könnt. Genaue Reaktionen. Wenn der Markt irgendwo pipgenau oder sehr, sehr genau reagiert, dann ist es meistens von einer gewissen Bedeutung so. Also zumindest gibt es gewisse Levels, die einfach dort wichtig sind. Und zwar hier, wir haben halt genau in Überschneidung BC-Korrekturlevel und GKL, haben wir hier perfekt am 66,7er vom BC-Korrekturlevel reagiert und sind dann sehr, sehr bullisch nach oben. Haben einen sehr, sehr impulsiven Move gemacht. Und dieser Move war sogar so impulsiv, dass die Verkäufer keine Chance hatten, den Markt im Anschluss direkt ins 50er Korrekturlevel zu bekommen, sage ich jetzt mal. Also wenn wir uns jetzt nur mal ganz kurz diesen Ausschnitt anschauen, und das sind alles Dinge, die für mich sehr, sehr relevant sind. Wenn wir jetzt hier das Retracement ziehen, von unten bis zum High, dann sehen wir, der Markt hat eine impulsive Bewegung gemacht und hat es dann nicht geschafft ans 50er, weil er so bullisch war, dieser Markt. Er musste nochmal ein Higher High machen hier. Und das spricht schon mal für sehr, sehr starke Käufer einfach. Und von diesem High aus sind wir dann runter reagiert, sind einmal in den Bereich rein und nochmal rein und haben perfekt am 61,8er reagiert, wie ihr hier seht. Haben diese perfekte Reaktion am 61,8er einfach gehabt. Und das ist für mich auch von Relevanz, weil das 61,8er ist ein sehr, sehr relevantes Level, auch in vielen anderen Strategien, Harmonics zum Beispiel. Und das merke ich mir. Und vor allem, ich fasse es nochmal zusammen, wir haben eine sehr, sehr stark impulsive Bewegung, haben hier, sind hier mehrere Male in den Kaufbereich einfach rein und haben hier pipgenau um 61,8er reagiert. Wenn wir uns dann anschauen, was danach passiert ist, sehen wir das hier, Leute. Warte mal, bringe ich den Chart jetzt mal am besten so hin, wie ich es haben will. Ja, machen wir doch einfach mal so. Okay. Von diesem Level, warte mal kurz, ich muss kurz in den Chat schauen, der blinkt bei mir gerade. Wie viel Toleranz ist für dich? Puh, okay. Also. Was sagt das in dem Fall für dich aus? Nimmst du, was sagst du zum 23,6er? Ja, 23,6er ist interessant, aber beobachte ich mehr, als dass ich es aktuell trade irgendwo. Nimmst du die Sachen aus den Bounce-Back-Kursen rein, in groben Ansätzen, wirst du vielleicht gleich noch sehen. Wie viel Toleranz ist für dich, Pip, genau? Ja, einfach hier, das hier ist für mich eine genaue Reaktion. Oh Gott, das hier ist für mich auf jeden Fall eine genaue Reaktion am 61,8er so. Und Leute, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn ich das hier weiß und ich sehe, der Markt hat diesen impulsiven Move erst gemacht, ist dann mehrere Male so ein bisschen in den Korrekturbereich rein und per Pip genau um 61,8er ist er reagiert. Was haben wir dann gesehen, Leute? Der Markt hat einen sehr, sehr, sehr impulsiven Move gemacht. Ihr seht's, ist mehrere Male in den Kaufbereich rein und wo ist der Pip genau reagiert am 61,8er? Genau hier. Und das ist was interessant ist. Das heißt, der Markt, der hat oft ähnliche Muster nochmal. Das sieht man in vielen Märkten so. Ihr seht hier eine perfekte Reaktion am 61er, ihr seht hier nochmal eine perfekte Reaktion zum 61er. Ich persönlich kann ich euch gleich schon mal vorneweg sagen, ich trade maximal 20 Pip Stop-Loss, maximal 20 Pip Stop-Loss und meine Trades laufen selten länger als 2 Tage. So möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Das heißt, ich definiere meine Entries natürlich dementsprechend auch anders. Wie? Kommen wir gleich drauf. Ich zeige euch gleich einen Entry, den ich hatte im Euro-NCD, und zwar genau gestern.
Auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter hier in diesem Chart. Dann haben wir eben diese perfekte Reaktion gehabt, aber wir haben es nicht geschafft, einen Higher High zu machen. Und jetzt, das ist das, weshalb One-Trade-Strategie manchmal einfach abfuckt. Leute, ich bin euch ehrlich so. Ihr seid dann hier unten drin, ihr tradet dann bis hier hoch, ja, dann geht ihr einfach nochmal runter. Dann habt ihr einen riesen Move gehabt und dann seid ihr wieder auf Null, auf entspannter Basis. Das heißt, warte mal, ich zeichne es nochmal kurz anders ein, damit wir auch zum Beispiel die Zeit sehen. Ihr habt dann im Prinzip, hier seid ihr rein in diesen Markt, am 5. April. Dann am 13. April, also das sind dann schon über eine Woche später, seid ihr dann 300 Pips in Profit. Und 10 Tage später seid ihr wieder auf Null. Also keine Ahnung, das bockt doch nicht, ich weiß nicht. Also das ist so ein Problem, was ich damit habe. Und dann seid ihr sogar noch Minus und keine Ahnung. Und das ist so ein bisschen so eine Sache. Auf jeden Fall, und deswegen trade ich meistens maximal 1 zu 3. Es ist selten, dass ich einen Pips länger als 60 Pips laufen lasse. Meistens habe ich so 20 Pips SL, 60 Pips TP und nehme untergeordnete Moves mit. Viele untergeordnete Moves. Nicht nur einen riesen Move, sondern in diesem großen Move finde ich Einstiege. Ich finde auch dann hier möglicherweise im Short-Move Einstiege. Ich trade den Markt rauf und ich trade den Markt auch wieder runter. Aber das braucht viel Verständnis, sage ich mal. Wie gesagt, ich bin wirklich stundenlang auch dran gehockt so und habe das probiert. Habe für mich das probieren können. Ich habe zum Beispiel von Özkan einiges mitnehmen können und so weiter und so fort, aber man muss da sehr, sehr viel selber rumprobieren. Auf was achte ich zusätzlich? Überschneidungen. Wenn sich gewisse Bereiche überschneiden, ist das für mich immer sehr, sehr relevant. Und deswegen war für mich auch fast klar, als ich das hier gesehen habe, wir haben BC hier, GKL hier, in einer perfekten Überschneidung, 50er und 67er, war mir fast klar, er geht mindestens mal noch bis hierher. Das heißt, auch wenn er hier mal schön ein paar Mal dann hier abgeprallt ist, er wird mindestens noch mal hier runtergehen. Und das ist die nächste Sache. Die Leute, die sich ein bisschen mit Smart Money auskennen, die wissen ganz genau, was hier passiert ist. Und ich spreche jetzt von diesem Bereich, Die Leute, die ein bisschen ganz grobes Smart Money Wissen haben, die wissen ganz genau, was passiert ist. Und zwar, wenn mir eine perfekte Zone gebildet, unter der sich viel, viel, viel Liquidität gesammelt hat. Weil die ganzen Support-Resistance-Trader, die Anfänger-Trader, was lernen die? Jo, hier hast du eine Support-Resistance-Zone, die kannst du immer hochtraden. Mach einfach deinen Stop-Loss ungefähr an der Zone, der wird da eh nicht mehr runterkommen, wenn der Trade funktioniert. Was macht Smart Money? Also die Banken, die Institutionals, die spiken unter diese Lows, holen sich das ganze Geld von den Dump Money, von den dummen, kleinen, sag ich mal, sammeln dieses ganze Geld ein und das dient ihnen dazu, dass sie ihre fetten Long Orders reinplatzieren können und dann geht der Markt doch nach oben. Und das heißt, die Smart Money trickst hier einfach ganz simpel die ganzen Kleinanleger aus. Und wenn ihr sowas seht im Markt, dann habt ihr schon ein ganz anderes Verständnis. Und wenn das ist dann echt eine sehr, sehr deutliche Liquiditätszone, sage ich mal, wo wirklich ganz stark klar war, okay, also ich hätte fast wetten können, dass der Markt noch einmal hier fett runterspiked, weil hier so viel Liquidität sich ansammelt. Und wenn du mal das zum Beispiel auch auf dem Schirm hat, ja, dann kann man sich zum Beispiel auch überlegen, okay, wenn ich jetzt davon ausgehe, also jetzt nur mal ein Beispiel, wenn ich davon ausgehe, weil ich kann euch sagen, was ich zum Beispiel auch hier getradet habe zu diesem Zeitpunkt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau. Wenn man jetzt hier erwartet, vor allem wenn man sieht, okay, wir haben immer wieder berührt und dann ist der Markt hoch und er ist auf dem Weg nach unten. Wenn man das beobachtet und dieses Wissen zum Beispiel einfach ein bisschen auf dem Schirm hat, dann weiß man ja, okay, der Markt will eigentlich noch hier runter. Meine Überlegung war natürlich direkt, er geht halt hier perfekt an die Überschneidung. Dort wird er halt reagieren so. Was hat er gemacht? Er ist zum 55,9er. Easy going. Ich war da platziert und ich war sogar am 61,8er platziert. Bin ich ehrlich, weil das 61,8er für mich auch wichtig ist so und ich das schon öfters beobachtet habe. Und dort, Leute, geilen Move mitgenommen. Ein Stop-Loss kassiert, der nächste Trade hat mir einen geilen Move beschert. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie ich zusätzliche Trades einfach finde im Markt. Okay, was habe ich dann hier sonst noch so drin? Ja, hier zum Beispiel eine gewisse Support-Resistance. Auch hier haben wir wieder gewisse
eine gewisse Zone gehabt, wo ich es durchaus wahrscheinlich gefunden hätte, dass der Marc noch einmal runterspiked. Hat er halt nicht mehr gemacht. Marc macht, was er will, so. Aber platziert wäre ich hier irgendwo bestimmt gewesen, eventuell. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Also hier weiß ich jetzt nicht, ob ich mich hier speziell platziert habe. Bei diesem Move war es halt sehr, sehr eindeutig so. Und da habe ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen drauf gewartet. Genau, was war dann los? Auch hier haben wir wieder eine gewisse Zone gehabt und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier eben die erste bullische Sequenz im Prinzip aktiviert. Ja, im Prinzip kann ich diesen Kaufbereich eigentlich auch lila machen. Keine Ahnung, warum der jetzt hier blau ist. So, boom, wir sind dann hier unten reagiert und wo haben wir reagiert? Wir sind an dieser Support-Resistance-Zone, sind einmal runter und dann hoch. Also auch hier war möglicherweise wieder eine gewisse Liquidität drin, man weiß es nicht, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, weil er hier so einmal runtergespiked und dann hoch ist. So. Auch das hätte man eventuell verstehen können für seinen Trade. Dann, was haben wir hier zum Beispiel am Start? Hier haben wir dann, was ich mir auch mal einzeichne, sind die 100er-Extensionen, weil das sind auch immer Bereiche, die der Markt ziemlich sicher auch anläuft. Ihr seht es einmal von der, hier aus der Perspektive, primären lilanen Sequenz. Dann haben wir hier eine untergeordnete Sequenz auch aktiviert und so weiter und so fort. Auch hier haben wir wieder gewisse Support-Resistance-Zonen einfach am Start, die ich mir einfach zumindest mal einzeichne. Und im Prinzip war es dann auch so, dass ich... Ja, das war, Leute, ob ihr es mir glaubt oder nicht, das war mein Entry gestern. Diesen Trade habe ich getradet hier im Euro-NCD. Und zwar, aus welchem Grund? Beziehungsweise auch hier seht ihr wieder genau das Gleiche. Auch hier nochmal. Hier haben wir diese Equal Highs gehabt. Liquidität sammelt sich drüber. Was macht der Markt? Er spiked drüber und fällt dann. Boom. Und ist dann erstmal wieder runtergegangen. Hat die Liquidität eingesammelt. Sammelt jetzt unten die Liquidität und schießt wieder nach oben und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man allein sowas zum Beispiel ein bisschen versteht im Chart, auch dann kann man zum Beispiel, da hat man ein ganz anderes Marktbewusstsein, sage ich jetzt einfach mal. Und hier, diesen Trade habe ich mitgenommen. Muss ich mal schauen, was da meine weiteren Confirmations waren, weil ich habe den, ich habe irgendwann die Order reingehauen und dann wurde der einfach ausgelöst gestern und ich hatte es fast nicht mehr auf dem Schirm. Ich kann es euch sogar zeigen. Ich habe mit einem Kollege am Start, mit dem ich im Prinzip auch untergeordnet trade, kann ich euch gleich mal zeigen, Leute, dass ihr auch wisst, ich erzähle kein Bullshit. Genau, Andi. Genau, er schreibt mir einfach gestern Nachmittag, Moin Bro, hast du auch Euro-NCD mitgenommen? Boom, er hat ja auch im Prinzip den Trade drin gehabt. Und dann, das war auf jeden Fall mein Entry. Boom, hier, ich trade, dass ihr das Bescheid wisst, ich trade gerade 40k FTMO Demo, deswegen hier eine 2er-Lot. Und boom, das war mein Trade gestern im Euro-NCD. Das heißt, ich habe dieses Setup hier getradet. Vielleicht war das auch nach Michael Nimsen Entry, keine Ahnung, aber ich habe nur diesen SL gehabt hier, weil mir halt klar war, hey, wir haben hier eine sehr, sehr starke Support-Resistance-Zone, ich setze mein Entry hier. Ich probiere es hier, das ist es für mich wert, weil ich weiß, dass Support-Resistance-Zonen sehr, sehr oft funktionieren, wenn man sie wirklich zum Beispiel gescheit erkennt. Und jetzt habt ihr hier halt statt, keine Ahnung, 50 Pips Stop-Loss halt nur 20. Und habt bei diesem Move, ich weiß es nicht, was es jetzt bis wohin, ich habe ihn dann manuell geschlossen, einfach deswegen, weil es halt Freitag war, Freitagabend, keine Ahnung, wo ich ihn dann genau geschlossen habe, bei 80 Pips oder so, und ich habe dann halt direkt mal 1:4er oder vielleicht auch ein 1:5er, keine Ahnung so, versteht ihr, wie ich meine, Leute? Das heißt, wenn ihr dann gewisses, genaueres Verständnis habt und ihr zum Beispiel einfach ein Auge für Support-Resistance-Zonen habt und die auch im Markt einzeichnet, dann habt ihr möglicherweise einfach genauere Entries, ist zum Beispiel eine Sache. Genau, genau. Dann anderes Beispiel, was ich zum Beispiel auch für den Trade gesetzt habe. Das ist dann schon Hardcore untergeordnet. Wie gesagt, ich trade sehr, sehr viel untergeordnet. Und zwar habe ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht genau, wann es war, schon vor einiger Zeit habe ich im 1-Minuten-Chart habe ich letztens ein Setup gehabt, im Cut Schweizer Franken. Habe ich im 1-Minuten-Chart wirklich einen Trade gesetzt.
Aber nicht einfach, weil ich jetzt dachte, ja, einfach mal so. Und Leute, ja, ich hab den Long getradet. Wir sind hier in einem Ziellevel. Ich weiß nicht, wie es Michael Niems aktuell macht in den Markt. Ich denke, der wartet mal, bis der Markt hier unten ist. Was vielleicht noch ein halbes Jahr braucht. Und ich habe hier mittendrin im Ziellevel oben, habe ich den Long getradet. Genau, genau. Einfach, weil ich auf gewisse andere Dinge achte. So. Jetzt muss ich mal kurz die übergeordnete Sicht einfach anschauen, damit ich auch hier kurz auf dem Schirm habe, was hier abgeht. Ja, im Prinzip nicht, dass ihr euch wundert, diese Ziellevel sind im Prinzip einfach von dieser Sequenz, von diesem Low zu diesem High hier runter. Aber ich weiß das für mich, deswegen brauche ich nicht immer alles einzeichnen so. Deswegen, ich weiß, dass ich hier diese Ziellevel drin habe. Und auch hier, Leute, gleiches Spiel. Wir haben hier sehr, sehr markante Equal Highs gebildet. Das heißt, mich würde es auch aktuell im Schweizer Franken nicht wundern, im Schweizer Franken, wenn der Markt auch da nochmal oben drüber muss, um hier nochmal Liquidität zu holen, bevor er runterschießt. Könnte passieren. Auch das ist was ich halt auf dem Schirm habe. Ich achte darauf. Ich denke mir nicht nur, ah, wir sind im Ziellevel, wir wollen jetzt hier runter und ich warte, bis er unten ist und dann steige ich wieder ein. Nein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich hier nochmal hoch muss. Und hier die Liquidität, die ganzen Orders, die hier oben liegen, die ganzen SLs, hier nochmal catchen muss. Nur mal als Beispiel. Schau ich mal kurz im Chat. Alright, alright. Easy going, Jungs, ihr könnt, wie gesagt, gerne raus, es ist echt auch schon lang, ich halte es auch kurz, es ist nur noch so ein, zwei Sachen, dann beende ich das auch ganz hin, aber ich will euch mal einen Einblick zeigen, ich will jetzt nicht, dass ihr jetzt, ah, okay, so macht man das, ah, okay, alles klar, sondern ich will euch nur eine Inspiration geben, eigentlich. Ich will euch eine kleine Inspiration geben, dass ihr so seht, ey, man kann da einfach auch mehr mitmachen, das ist zum Beispiel so eine Sache, und genau, Leute, zum Beispiel, ich habe dann gesehen, auch hier hatten wir eben das gleiche Spiel, auch hier haben wir dann, und ich zeichne dann auch teilweise mal gewisse Korrekturen ein, die sind jetzt nicht, hier haben wir jetzt keinen völlig validen Dreh- und Wendebereich. Das ist jetzt nicht hier ein Ziellevel oder ein Korrekturbereich einer Sequenz, sondern dieser Bereich in Blau ist beispielsweise einfach mal das FIB von diesem Low. Wir haben hier ein sehr, sehr markantes Low gehabt, aber was sehen wir hier? Dieser Bereich hat halt funktioniert. Wir sind einmal am 50er perfekt reagiert. Wir sind hier am 6.67er und perfekt reagiert. Und ich zeige jetzt was ein. Und dann möglicherweise entscheide ich mich, okay, es ist für mich ein Trade-Wert untergeordnet. Aber ich zeige jetzt was mal ein. Wenn ich sehe hier, wir haben sehr, sehr markantes Low, boom, zeige ich nur diesen Bereich mal ein und schau mal, was passiert. Ey, der Markt hat hier reagiert. Interessant. Was hat der Markt gemacht? Ist dort raus reagiert. Und im Prinzip dieser schwarze Bereich ist im Prinzip einfach mal die Korrektur von diesem Low aus. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, Leute. Ich bin jetzt keiner, der einfach wahllos irgendwo irgendwas einzeichnet. Ich weiß ganz genau, was die übergeordnete Struktur ist. Ich weiß ganz genau, dass wir hier in einem Ziellevel sind. Und das ist ein valides Ziellevel, auch nach Michael Lind. Und ich bin da einfach nur, ich schaue mir einfach nur ein bisschen mehr Dinge an. Ich probiere einfach ein bisschen rum. Ich schaue mal, hey, würde jetzt dieser Bereich zum Beispiel funktionieren? Bringt uns möglicherweise dieser Bereich hier unten hier hoch über diese Highs und sammelt dort die Liquidität und bringt uns dann runter. Ist eine Theorie, könnte sein. Sowas, solche Gedanken mache ich mir, sowas probiere ich aus, weil ich will viel wissen im Markt, ich will viel verstehen in diesem Markt. Und auch hier hat man dann einfach folgendes Bild, auch Trendlinien, Leute, zeichnen einfach mal Trendlinien ein, probiert einfach mal ein bisschen rum. Auch das kann, ihr seht es hier im Cut Schweizer Franken, wie gut diese Trendlinie beispielsweise funktioniert hat. Ihr seht auch, wie gut diese hier unten funktioniert hat. Die hat perfekt funktioniert aktuell. Und das sind auch Dinge, auf die ich zum Beispiel achte. Auch hier hatten wir im Prinzip wieder eine Art Liquidität-Grab. Der Markt ist einfach ja, unter gewisse Lows hier einmal runter, sogar dann nochmal. Und dieses eine Mal hat mir dann damals schon gereicht, weil er hier perfekt auch an dieser Trendlinie so abgeprallt ist, dass ich gesagt habe, okay, diesen Ausschnitt schaue ich mir einfach mal untergeordnet ein bisschen genauer an. Da gehe ich jetzt mal kurz abschließend nochmal rein, damit ihr einfach auch mal so... Also so eine kleine Inspiration habe, was halt auch möglich sein kann. Boah, ich glaube, da macht er jetzt nicht mit, wenn ich jetzt hier Zoom und Trading View und Zeit zurückspulen. Ich glaube, das nein, kein Snapshot erstellen. Okay, wir probieren es einmal, Leute. Wenn es nicht funktioniert, dann ist auch egal. Okay, scheint sogar zu funktionieren. Also Leute, was ich einfach gesehen habe, war, okay, hey, wir haben hier Trendlinie, wir sind hier perfekt reagiert. Wir haben hier unter diese Lows einmal runtergespiked. Es sind mehrere Gründe, dass der Markt nach oben will. Und ihr seht, das sind alles Gründe, das sind jetzt nicht direkt nach Michael Niems System Gründe. Wie habe ich diesen Trade gesetzt? Nach Michael Niems System.
Ich habe hier im 1-Minuten-Chart mir das Ganze genau angeguckt. Habe hier im 1-Minuten-Chart gesehen, okay. Wir haben hier eine impulsive Bewegung gehabt. Zack, 66,7er oder so reagiert. Und dann eine Sequenz aktiviert. Ich habe mir diese Sequenz eingezeichnet. Passt, perfekt, die Ziellevel abgearbeitet. Leute, das ist für mich die Bestätigung untergeordnet gewesen. Übergeordnet, aufgrund von anderem Nebenmarktverständnis, neben der Mitten-im-Strategie, hatte ich schon zwei Gründe, weshalb ich den Markt nach oben haben wollte. Dann finisht er hier im 1-Minuten-Chart noch eine Sequenz. Boom, mein Entry war im Gegenteil. Ihr seht es, Leute, mein Entry war im Gegenteil. Ganz entspannt bis in die Ziellevel hochgetradet. Was der Markt dann macht, ist mir egal. Ich will da nicht unbedingt ein GKL. Ich habe hier einen Move gemacht, Leute, 1:4. 1:4 und ich glaube, es waren 3 Stunden ungefähr. Kann noch mal genau nachschauen. 3:30. 3:30 für eine 1:4. Das ist das, was ich damit meine, Leute. Deswegen lohnt es sich einfach, untergeordnet. Das ist jetzt nicht krank, das ist jetzt nicht überheftig. Ich kenne Leute, die machen viel, viel krankere Sachen. Aber das ist immerhin schon mal ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Ihr wisst, was ich sagen will, Leute. Wenn du ein paar solche Trades findest, dann ist das FTMO-Konto auf jeden Fall mal schneller erreichbar, als wenn du 3 Wochen wartest oder teilweise 1,5 Monate für ein 1:4er oder ein 1:3er CRV. Und das ist da einfach die Message, die ich euch noch abschließend mitgeben möchte. Jetzt haben wir einmal Theorie gemacht, jetzt haben wir einmal Chart gemacht. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Finde ich echt sehr, sehr stark, dass auch so viele Leute noch am Start sind. Das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. So, ich hoffe, es war jetzt nicht irgendwie langweilig so, weil das ist natürlich auch immer nervig, sage ich mal. Aber ja, deswegen so viel auf jeden Fall dazu, Leute. Jetzt muss ich aber wirklich los. Ich habe eigentlich um 20 Uhr habe ich ein Meeting. Deswegen, ja, also ein Offline-Meeting. Da muss ich jetzt eigentlich nur kurz, muss ich jetzt kurz noch in die City runter, aber easy going, kriegen wir gleich hin. Deswegen, ja, hoffe ich mal, dass es soweit gepasst hat. Ich gebe dir mal noch den Host schnell rüber, Ole. Genau. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen Mehrwert mitgeben. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es freut mich immer, irgendwas zu teilen. So, und ihr seht es, Leute, so, ich bin selber jetzt nicht an dem Punkt, dass ich jetzt hier die Multimillionen bisher mache im Trading, aber ich habe so ein paar Einblicke jetzt schon gehabt. So, ich habe für mich einfach ein paar Sachen festgestellt, die für mich einfach da einen Level-Up einfach entstehen lassen haben. Und ich denke, ich habe euch jetzt mal so ein paar kleine Sachen gezeigt. Und Leute, mein Appell abschließend noch an euch. Ihr habt eigentlich jetzt alles in der Hand, Leute. Ihr wisst, wo ihr anderes Wissen herbekommt. Ihr könnt Manny Quinones schauen. EducatorManyQ.com. Schaut euch den an. Probiert einfach aus, Leute. Macht aus. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jemand hatte, der mir genau gesagt hat, ja, hier musst du die Trendlinie und das. Leute, ich probiere einfach aus. Ich probiere einfach ein bisschen aus, teste, was könnte funktionieren, und teste das, Leute. Deswegen machen wir ein Test-Demo-Konto, um euer Trading einfach mal zu testen. Ihr testet aus, ihr dokumentiert das Ganze. Und das macht ihr. Macht mal solche Faxen-Trades, ihr macht mal so untergeordnete Trades. Probiert euch doch einfach mal aus, wenn ihr auf Demo seid. Probiert mal aus, was dort funktioniert. Und dann merkt ihr ja, ob es funktioniert. Und die Internetverbindung gerade instabil. Ich hoffe, man hat mich halbwegs verstanden. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ja, probiert es einfach aus, testet euch da ein bisschen durch so. Und natürlich halt wirklich auch nur, das ist nochmal letzter Appell, wirklich nur, wenn ihr das nimmst, ja auch wirklich gescheit verstanden habt. Wenn ihr jetzt nicht da noch unsicher seid, weil sonst wird es echt kritisch, sonst vermixt ihr gewisse Dinge und es wird dann ein Wirrwarr. Das heißt, da auf jeden Fall müsst ihr mir versprechen, dass ihr das auf jeden Fall nur macht, wenn ihr auch wirklich da sicher seid, weil sonst ist es echt schwierig, sage ich mal. Ich sehe das auch bei anderen, bei Teampartnern von mir, denen ich teilweise zu früh gewisse Dinge gezeigt habe, die dann alles mögliche auf einmal rumprobieren und am Ende kommt nichts Wirkliches bei rum. Deswegen so viel einfach als abschließender Hinweis. Und ja, dann übergebe ich auf jeden Fall mal dich wieder, Ole. Let's go. Danke dir, aber Junge, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, ich meine, 2 Stunden hast du jetzt einfach Zeit genommen für uns. Einiges gezeigt. Natürlich viel theoretisch am Anfang, so, aber am Ende noch so an die Charts reingegangen. Uns ganz so einen kleinen Einblick gegeben. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Nicht selbstverständlich. Und ich möchte auf jeden Fall auch nochmal diesen, ja, was du gerade meinst oder was Nikola jetzt gerade meinte, als letztes jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Hört sich jetzt erstmal natürlich nice an, so, oh mein Gott, der hat richtig viele Prozente gemacht, so easy mit so einem 1:5 im 1-Minuten-Chart.
Achtet wirklich drauf, ja, weil das war einer meiner Anfangsfehler auch. Ich habe auch mal Strategien gewechselt und so, und hier muss man wirklich auch drauf achten, ja, dass jetzt nicht so gehypt seid dadurch, ja, ist ganz normal, es hört sich artsy auch für mich sehr, sehr nice gerade angehört. Und denkt man so, ah, dann fange ich jetzt gleich damit an, dann mache ich jetzt gleich Bounceback-Kurs, dann mache ich gleich hier Harmonics, alles noch nebenbei. Aber das wird euch, wie gesagt, wirklich nur verwirren. Deswegen guckt, ja, dass ihr wirklich erstmal wirklich sehr, also dass ihr profitabel, ja, mit NIMS wird. Ja, schaut weiterhin, ja, go live bei Michael NIMS, so nicht, dass er gleich keine Zuschauer mehr hat. Ja, wäre natürlich auch nicht mehr nice. Nein, aber wie gesagt, ja, dass ihr im Endeffekt wirklich noch NIMS schaut, erstmal richtig profitabel mit NIMS wird, seht, okay, ich verstehe zu 100% die Strategie, habe noch zum Beispiel Good Price Action noch und dann kann man sich rantesten an Bounce Back, ETC, Smart Money. Und dann kann man alles noch dazu nehmen. Das ist ja gar kein Stress, das sagt ja keiner. Wie gesagt, seht das Ganze langfristig und seht, denkt jetzt nicht, okay, ja, nächste Woche fange ich auf jeden Fall mit Smart Money noch an, obwohl ich noch nicht mal NIMS drauf habe. So, macht absolut keinen Sinn. Ja, dann macht ihr diese schönen Anfängerfehler, die ich auch gemacht habe. Und dann werdet ihr ja gar nicht irgendwo hinkommen erst. Deswegen, wie gesagt, seht das Ganze langfristig, ganz entspannt erstmal NIMS lernen und dann das andere noch dazu. Sonst würde ich sagen, will ich auch gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Es war jetzt echt lange. Aber wir haben sehr, sehr viel Value mitgenommen und bin auf jeden Fall stolz auf die, die jetzt quasi noch hier drauf sind, die 15 Leute. Ja, wir sind die letzten Überlebenden hier. Aber wie gesagt, das Ganze wird ja auch aufgenommen und kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde. Aber sonst, ja, Leute, wünsche ich euch allen auf jeden Fall auch noch einen sehr, sehr, sehr schönen Tag und nutzt einfach und geht einfach in die Umsetzung. Und damit einen schönen Tag.